Yes, sir. Hi, mate. Do you want to come and walk with me? Hello there. Hi, mate. Where are you from? For a venture. I don't know, mate. I... Moin. Also ganz ehrlich, ich hab's gerade im Standgreif hingekriegt, bis zum Hotel vorzustoßen, alleine. Also von der Sache, es macht gar keinen Unterschied, hier irgendwas zu machen und taktisch vorzugehen. Warum bist du denn da hinten gespawnt, auf der anderen Seite? Oh, I'm glad this way. Where are you from, bro? Fuchs, das ist nicht gut. Ich liege unter Beschuss. Ich bin noch gar nicht gespawnt. Komm schon, erschieß mich, das kann ja so schwer sein. Hallo. Servus. What are you doing, man? Can I ask you a question? Sehr gut. Hey guys, we have two radiomans in our section. How is that possible? Bam, 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 bam. So, jetzt kann ich bei euch spawnen. Blub. Ask me about this when you're here in a cap zone. Squad lead, we have two radiomans in our section. How is that possible? Fuchs, du sollst Red Spy bitte entbannen. Alter, geht mir jetzt nicht alle kreuz und quer auf die Nerven. René? Ja? Kannst du mal Red Spy bitte entbannen? René, bist du gespawnt? Wo bist du? Neben dem LKW. Okay, die geht nicht auf uns, alles gut. Wo bist du? Komm mal her. So, los geht's. Solltest du keine Ausdauer mehr haben, du hast da hinten, wenn du guckst, auf 5 und dann musst du weiter scrollen, dann kommt so eine Kantine. Dann kannst du immer was trinken. So, wenn ich noch was sehen würde. Oh, und tot. Damit hat sich das Thema erledigt mit dem Sehen. So, wie sieht's aus? Warum? Weil ich momentan gerade eben im Teamspeak so häufig angestopft wurde, dass ich gerade gar keinen Grund sehe, nochmal auf 5 Hochzeiten zu tanzen. Tanzen, das kann ich wenigstens was. Du warst nicht gespawnt. Doch, war ich oben. Ich bin hier vor des MSP-Randars. Du wurdest ja als rot angezeigt, also als tot.
Heute greifen wir an. Hallo. Servus. So, erstmal hier das LMG ausgepackt. Das MG auf. Perfekt. So. Boah, das steht hier echt scheiße. Sieht halt nix hier, ne? Oh, jetzt müssen wir noch... Guck mal, jetzt versuchen die Salty gegen dich zu werden. Beziehungsweise die Salty zu machen. Hallo Lama-Züchter. Kann sein, dass ich ein bisschen leise bin, weil ja, ich kann nicht immer die komischen Tastenkombinationen machen. Ja, geht, wird mir auch am Arsch vorbeigehen. Naja, ganz ehrlich, der eine aus unserem Trupp schreibt hier irgendwas mit Nazis im Chat, den habe ich da gleich rausgeschmissen und ganz ehrlich, er hat mir den Squad-Lead gegeben und wenn ich ihn da zurückpromote, was soll das? Ja, das sind halt die kleinen undankbaren Kiddies. Ja. Die Runde verlieren wir eh, wir haben überhaupt keinen Kontakt. Ich weiß nicht, stehst du im Kontakt mit den anderen Squad Leads? Weil wir haben nicht mal einen Platoon Commander. Wir haben überhaupt gar keinen Plan, wir rennen einfach nur auf dieses Hotel drauf. Und ich frage mich, ob hier ein Admin ist. Ah, warum schießen die immer auf mich? Das ist doch scheiße. Dieses MG ist so kacke, ich will zum Deutschen. Fuchs, wir können zur Wehrmacht wechseln. So, viel besser. Nein, komm, komm. Die machen wir jetzt hier auf. Wir sind fast drin, beim Hotel. So. Okay, gut, dann bitte alle wieder zurück auf die Verteidigungsposition. Muss ich nur gerade schreiben. Der Lärm hat sich gerade erledigt. Wo ist Fuchs? Oh, der hat sich offline gestellt. Ich fand ja Cromwell direkt auf Markierung.
Section, okay. Südwest hier an der Hauptstraße. Ich habe diesen scheiß Karabiner, weil ich alleine im Squad bin. Dann gehen wir in die Armored Section. Panther unterwegs zum Cromwell. So, ich hoffe, hier steht irgendwas. Wir warten jetzt auf Fuchs und René. Ja, da steht was. Immer dieses muss ich am Anfang erst finden. Scheint im Westen gesichtet worden. So, jetzt warten wir auf die anderen. Wir haben noch eine Minute, müssen wir halten. Ja, die Runde ist eh gleich vorbei. Ich hoffe, die kommen dann auch hier rüber. Weil wir hatten uns darauf geeinigt, dass wir zu Deutschland gehen. Das Spiel ist Postskriptum. GG, schöne Arbeit, Junge. Respawn mal jetzt gleich bei dir in 30 Sekunden, okay, warte mal da gleich. Die Runde ist eh gelaufen, aber danke. Das habe ich gar nicht gesehen. Ich war trotzdem hier. So. So, bin drin. Jo. Noch 30 Sekunden fahren, das ist ganz wichtig. Und vorbei. GG. Stock richtig geräumt. Ach so, was ist das Ziel? Das Ziel ist möglichst alle Punkte des Gegners zu wasten, also die Tickets zu zerstören, alle Punkte auf der Map zu erobern. Ja.
Das ist das Ziel. Da geht eine Artillerie im Hintergrund runter. Und eine Stuka. So, wichtig ist, dass ich jetzt zum Deutschen komme, damit ich auf jeden Fall René und Fuchs finde. Ah. Wir spielen Wegel, die Map. Das sind Holland. Das ganze Spiel dreht sich in diesem Bereich. Eigentlich unten in dem Eck hier. Rüber. Lass mich rüber. Nein, lass mich rüber. Ja, perfekt. Okay, dann legen wir mal los mit Armat. Ich gehe in die Armat. Nein. Doch nicht. Ach, kann ich mal vergessen. Dann gehen wir hier rein. Infantry Section. Ich hoffe, die kommen jetzt. Machen wir halt Infanterie. Hello there. Hello there. Hallo. Hallo, Freunde. Servus. So, Lord Iron Glory. Wie ist dein Plan? Wir besteigen ein Hubcam-Fahrzeug, rushen runter und greifen direkt den Checkpoint an. Yes, sir. Ich werde mich aber so ein bisschen von der Gruppe abknipsen. Als Sniper, ich werde doch so unter der feindlichen Linie ein bisschen für Unfug sorgen. Kannst du machen. Die Panzerabwehr kann auch dann frei Panzer jagen. Ah, das ist nett, danke. Was haben Sie denn da für ein dickes Rohr? Der Funker, der sollte sich in meiner Nähe bereithalten. Ich hab das längste Rohr von der ganzen Company. Ja, glaube ich. Ich habe sogar unseren eigenen Dr. Sommer dabei. Die ganze Zeit unten dieses Bug da. Hallöchen, mir geht's gut. Es ist noch viel zu warm und. Ich bring mal gleich ein MSB bitte nach vorne. Ja. Ich sehe nichts. Straight auf zu oder links in den Kram rein? Links in den Graben rein. So, Platoon Command. Baker ist komplett und einsatzbereit. An der Warum-Reihe da vorne halte ich an. Ja. Wir laden dann aus, bilden eine Schützenkette, greifen dann an. Direkt vorne ist einer, vorne rechts. Auf, raus. Tag zusammen. Tag. Ach. Oh. Vorsicht in der Hecke. Ich sehe überhaupt keiner, ist ja heftig. Ja doch, ich rede. Ja, wenn er zu weiter geht, die anderen haben keine Panzersection bisher. Da wird Nein. sich überhaupt nicht Scheiße. Ergeben. Ja, die lagen bei uns schon also komplett in der ganzen Hecke drin. Einen habe ich. Was mit den Sunnies? Alle Sunnies down oder was? Direkt mal zur Info, wenn jemand Artillerie-Schuss braucht, beziehungsweise eine Message mit, du, dann ist Luca direkt melden. Dankeschön. Ja. Besten auch noch ungefähr sagen, wo der Mark ist. In dem Mark auch richtig setzen. Dass es möglichst präzise ist. Ich glaube, das On-Truck ist zu nah dran, man kann nicht spawnen. Ja, ist er.
Ich habe gerade einen angewiesen, dass er mal reinsteckt und ihn noch ein bisschen wegfährt. Aber irgendwie will keiner. Er ist noch auf welche von so einem Squad da. Ja, Doc Mu ist da, oder der Mu. Mit den Squad Nummer 5 auflösen und die anderen Trupps noch erstmal voll machen. So, übers Feld rennen ist keine gute Idee. Aber kriechen. Ja, mich haben sie, aber das Truck dürfte funktionieren. Ja, das klappt. Jetzt geht's, danke. Squad 1, weil schaut, dass ihr euch ein bisschen drum verteilt. Weil ich bezweifle, dass sie von allen Seiten verteidigen werden. Beim letzten Atemzug noch die andere. Warte, dürfen von ab sofort reinstürmen. Also, liebe Zuschauer, der Gollum ist unser Chef, der Platoon Command. Der entwirft die Grundstrategie. Und den bekommen wir auch Off-Map Support. Ich möchte meine Probleme loswerden. Lass mal raus aus dem Opel hier, so. Die können doch auf das Feld vor uns wirken, oder nicht? Können sie. Theoretisch, aber wir haben Tiger. Kann der General schon Rauch hageln lassen, oder auch nicht? Muss ich ihn fragen, Moment. So, Herr General, wir brauchen Rauch. Bitte genaue Position. Einen Moment. Was ist denn in die Richtung? Oder ich lasse jetzt Rauch für uns abwerfen. Jungs, wir sind mit Squad 1 und 2 zu los. Warum können die nicht vorrücken? So muss ich es machen. Hier machen wir Rauch rein. Smoke. Smoke Barrage da rein. Squad Lead, pass auf. Okay, wird gleich loschecken. Danke. Smoke kommt auf Marker direkt vor uns. Wenn Smoke liegt, greifen wir an. Haltet euch so lange in Deckung. Sonny! Nein, Sommer, vorne, vorne. Ist unterwegs. Hallo Nitron. Ich muss unser Rauch kommen. MSP auf der linken Seite. So Jungs, hopp, marsch, marsch. Das Spiel befindet sich noch in der Alpha, soweit ich das weiß, oder schon in der Beta. Ich weiß es nicht. Scheiße. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, es kommen ständig Neuerungen hinzu. Als ich das heute am Anfang gestartet habe, da war das Hauptmenü komplett angepasst und einige andere Sachen. Smoke ist weg. Da kugeln sich die Toten. Medic, kommst du das zu mir rüber? Seid vorsichtig, die haben sich in der Häuser festgesetzt. Werft eure normalen Smokes auch noch. Das ist ein Radio, man. Hab euch mal ein Rallye hingepackt. Das erste große Gebäude, was ihr da seht, dieses zweistöckige. Da müsste feuchtig sein. Oben im Fenster ist irgendein Schütze. Ich kann aber nicht, nicht sehen, ob es MG ist oder sonst was. Gucken wir mal.
jeden Fall gerade das MG langfeuert. Auf dieses Haus. Da hinten sind die. Ich glaube, wir haben im Osten von uns, nördlich vom Cap, hinterm. Ach du Gott, der ist die hoch. Mensch, lange nicht mehr von dir gehört. Dann ran. Ja, hat die letzte Woche Spätschicht. Wow, braucht Medic. MG gibt bitte weiter Feuerschutz. Direkt vor mir ist Infanterie, ich kann es aber nicht sehen. Ich mach mal ganz kurz laut Bumm. Ich muss kurz wieder das Team schreiben. Mit Deckung. Wir sind im Panzerkampf, der haut aber ab. Danke. Na Möglichkeit hinterher. Meine Position und in der Stadt und zur Markierung. Deine Position unten in der Stadt? Ja. Stehend oder bewegend? Bewegend. Welche Richtung? Momentan kurz stehend. Moment, ich versuche ein besseres Bild zu kriegen. Achtung, es geht los, sie verkämmen sich in die Nische. An den Infanterieskorps. Okay, du siehst mich auf der Karte? Ja. Das Haus, wo ich drin bin, siehst du auch? Ja. Direkt die Straße davor. Da steht er. Firefly. Ja. General, komm. Ja. Ich habe einen Firefly für dich. Firefly? Der ist markiert in der Stadt. Jetzt der ist jetzt markiert in der Stadt. Fuchs, bleib in Deckung. Da komm, ich melde das gerade. Sag, wenn er sich bewegt. Die haben Motorschaden, die sind auf dem Minimum. Also Motor, das war aber der Kleine, glaube ich. Also der Firefly ist unten auf der Hauptstraße bei meinem Sniper. Wenn du eine Stuka hast, der Motor ist ausgeschaltet. Was dreht sich? Okay. Tor ausgeschickt, verstanden. Geh da weg, da kommt eine Stuka. Danke. Ich bin in dem Haus, alles gut. Hier ist der Tiger, wir fahren auch hin. Wie sieht's vorne aus an der Häuserfront hier? Das Ding ist, die sind auf den Dächern oben drauf. Wo ist denn unser Scharfschütze? Wer könnte die alle wegholen? Also MSP. Ja, der macht gerade Aufklärung. Unser Rally ist. Warte mal, ich frage mal, ob wir den Panzer kriegen. Wir brauchen einen Raum. Könnten wir Tiger-Unterstützung bei uns haben? Wir haben hier Schützen auf dem Dach, die kriegen wir nicht weg. Ein bisschen HE wird helfen. Passt auf mir vorne, diese schießen von den Position Dächern. Bitte. Sag mal Dankeschön an die Panzertruppe. Ich soll Sniper, Danke an die Panzertruppe übermitteln. Kannst du dem Sniper sagen, der soll den Panzer ein, dass er den... Er soll den Panzer einnebeln, bitte. Fuchs soll den Panzer einnebeln. Was soll ich einnebeln? Den Panzer. Hab ich schon. Der Weinpanzer ist, glaube ich, auch zerstört. Gott sei Dank, dein Sniper, der müsste das wissen. Ist der Panzer zerstört? Jawohl. Panzer zerstört. Alles klar. Danke für die Info. Okay. Wird gerade noch irgendwo Artillerie angefordert? 45 Sekunden auf Rallye. Die MSPs stehen nämlich beschissen, wir greifen nämlich alle von Norden aus an. Wenn jemand am Rally ist, soll er da kurz warten. Ich brauchte zwei Mann. Schnell. Okay, forget it. Ich brauch den Funker.
Wo gibt es dieses Spiel? Das gibt es bei... Steam. Wir kommen übrigens über die Seite nicht vorwärts, haben da ein MG oben im Fenster drin, was alles... Ich bin wieder tot. Ich könnte Artillerie anfordern, wenn euch das hilft. Die Artillerie durchs Dach durchkommt? Leider nicht, aber es zwingt sie erstmal vor den Fenstern wegzugehen. Eben, wenn wir das gut koordinieren. Hallo, Herr General. Guten Tag. Unser MSB wurde zerstört. Direkt voraus. Geh nicht zu weit vor. Weil, wisst ihr, ob die haben schon hier am Panzer war? Okay, ich brauche jetzt euch weiter auf den Funker, dann können wir den Rally setzen. Wie sieht's aus? Brauchst du mich bei euch oder? Bei uns bitte, ja. Na gut, ich versuche hier mich ein bisschen durchzuprügeln und zu euch kommen. Okay, die reden so gut wie... Ah, sorry. Die redet so gut wie gar nicht, das ist ein bisschen nervig. Ja, also wir greifen Westen. Ah! Der erste Trupp. Also ich bin hier gerade ein bisschen beschäftigt. Ja. Okay, bleibt in Deckung, wartet kurz. Ich fordere was an. Können wir irgendwas haben? Artillerie oder Smoke? Ist beides verfügbar. Wo war der? Jungs, was wollt ihr? Smoke oder Artillerie? Setz mal einen Point of Interest. Das ist, glaube ich, kritischer für den Commander, oder? Für den Platoon-Commander. Okay, also, am liebsten hätte ich beide. Smoke auf die Straße, das wäre Point of Interest 76. Und dann nochmal Artillerie. Unten auf die Häuser. Ja gut, der Witz ist, ich wurde ernsthaft aus meinem Auto rausgesniped. Ja, das ist die Granatewaffe von unserem eigenen. Aber ihr müsst gleich... Die laufen übrigens Scheiße, ich stehe unter Sniper von mir an der Straße nach Westen. An mir ist gerade ein Versorgungs-LKW vorbeigefahren, Richtung... Ah, hier ist Tigerpanzer, wir werden gleich, schon ich das sagen, über die Straße angreifen. Das bringt nichts, wenn wir da weiter angreifen. Wir müssen den MSP verschieben nach rechts und greifen dann von Osten nochmal an. Wir können nicht über die offene Fläche immer ins MG rennen. Momentan ist nichts verfügbar an Support. Ist das nicht Hell Let Loose? Nein. Tja, dann müssen wir versuchen, unseren eigenen Support zu machen. Die pushen uns übrigens langsam wieder zurück. Ja, die sind schon an einer anderen Push-Reihe von unserem, da wo der Commander ist. Deswegen verlegen wir jetzt. Der Sunny könnte vielleicht auch mal zurückkommen, dann muss ich nicht zum dritten Mal in einer Minute respawnen. Ich komme. Wer ist eigentlich in dem MSP drin, sodass keiner... Mikkel, aber der steht da. Okay, jetzt geht's wieder. Also der Plan ist, den MSP nach Osten zu verlegen und von Osten anzugreifen, damit wir nicht immer ins MG rennen. Wenn ihr die MGs markiert, können wir die wegschießen. Also die Flanke hier ist sehr offen, aber mit Büschen. Gute Angriffsmöglichkeit. Ich brauch kurz Sack. Bislang weiß der Feind nicht, dass ich hier bin. Ja. Bist du noch mit? Ja, bitte, wartet kurz. Wartet auf mich. Egal, fahrt einfach, fahrt. Jetzt seid ihr schon so weit weg, jetzt ist egal, fahrt. Wir müssen Zeit sparen. Thank you.
das respawnen? Achso. Ich komme jetzt zu euch. Guck mal, wie weit ihr vorrücken könnt. Ohne mich. Wir haben circa zwischen I und J, der schwarze Balken, dort eine Senke. Da kann man sich gut verschanzen. Danach kommt eigentlich bloß noch eine Mauer, ein bisschen Buschwerk und ein Zaun, also alles kein Problem. Also von der Seite kommen wir sicherlich gut ran. Ja, ist okay, dann könnt ihr vorrücken. Wäre gut, wenn ein Sunny sich ein bisschen hinten halten würde für Notfall. Und dass der Sunny den anderen Sunny wiederbelebt, hat Priorität. Also ist es bei Artillerie noch aktuell? Moment, muss fragen. Wie ist das mit dem Artillerie-Support? Brauchen wir den oder sollen wir erstmal warten? Wir heben den erstmal auf, warte mal. Geht erstmal vor. Aufheben. Wir heben den auf. Ich melde mich, wenn ich welchen brauche. Okay. Sorry, war gerade echt ungünstig. Ja, kein Problem. Ich habe einfach verlegt. Ich brauche das danach eh nicht mehr. Und weg. Tot. So, Streamchat. Könntest du wieder COH spielen, bitte? Ich habe vorhin 2 Matches aufgenommen. Morgen kommt eine Folge COH. Gut, dann sind die wieder nicht. Die Fenster scheinen frei zu sein. Einer ist auf dem Dach. Stacker und steht weit im Süden, fährt von West nach Ost. Ich glaube vom ganz linken. Ja, sehe. Darf ich fragen, wo Squad Able eigentlich steht? Nirgends? Naja, wir sind gerade im Westen aufgerieben worden. Weil die Leute machen auch nicht, was sie wollen. Eigentlich machen sie alle, was sie wollen. Aber wie ist das mit den Zauber- wenn du mit 2 Mann rumläufst, das kannst du vergessen. Die auch irgendwie drin, dass sowas verboten ist und bei 3-maligen Wiederholen dann auch zum Kick führt. Treib die mal dazu, dass sie deinen Befehlen gehorchen, ansonsten schmeißt du raus. Kann ich dazu jetzt eigentlich weniger was sagen? Ein Deserteur oder was? Dass Serverregeln dessen gehen sind, dass man politisch bleibt und Anweisungen der Administration auf jeden Fall Folge leistet. Scheiße. Churchill auf meiner Position. Genau okay, neben mir. Danke. Schafft einer der Medics mich da hoch? Markieren bitte. Ist. Moment, ich muss gucken, wo der jetzt ist. Ja, ich versuch's. Bald aber im Kopf unten. Der steht auf der Hauptstraße. 20 Meter vor mir, fährt Richtung Stadt. Er hat die Straße überquert. Der weiß nicht, was er will. Nee, warte mal, das ist der Scoutwagen. Wo ist der Churchill hin? Okay, hier sind beide Panzer. Hab den Scharfschützen auf den Dächern erwischt. Ich würde es sehr begrüßen, wenn ihr am besten von mich zwei Seiten angreift. War da Bummäßiges weggeholt. Ja, war ein Freier. Beziehungsweise genauso wie es ist, der Squad 1 geht weiter hoch. Hört sich nach einem Panzer recht an. Squad 2. Bunker, kannst du zu mir kommen? Dann würden wir uns bitte bei mir jetzt sammeln. Am besten spreche ich euch ab und dann geht ihr im Grunde mehr oder weniger gleich nicht auf den Moment drauf. Ja, ich sammel. Am besten noch die Gunner, also die MG-Schützen, so postieren, damit sie die Ausgänge im Blick haben, beziehungsweise auch die Eingänge und vollen Blick auf die. Auf das Schlachtfeld. Also, der Squad sammelt sich bitte bei mir. Die Maschinengewehrschützen sollen sich gleich so positionieren, wenn wir angreifen, dass sie die Fenster, vor allem aber die Türen im Blick haben. Dass keiner aus den Häusern rein oder rauskommt von denen. Bei Bedarf kann ich ausrucken. Ja. Rally ist gesetzt, ihr könnt direkt hier spawnen. Oh, bin da. Viel Spaß. Haltet euch noch einen Moment zurück, wir warten auf Squad 1. Jungs, habt ihr noch Augen auf die Panzer? Ich hasse die verdammten Scharfschützen. Du bist selber einer. Ja, deshalb sage ich euch, hasse ihn. Sommer, geh nicht zu mir. Lass mich liegen. Bleib bitte in Deckung. Das ist jetzt reiner Selbstmord. Nicht vorgehen. Fenster von dem hellen Gebäude weg. Mein letzter Stand ist, dass ein Panzer unterwegs ist und ein,
Der Panzer ist verschwunden, der ist nicht mehr bei uns. Und wir sind bereit zum Angriff. Ist Squad 2 auch bereit? Das MG hat einen Headshot gefressen und überlebt. Ich glaube, da ist mittlerweile einer die Straße rauf. Richtung Nord. Squad 2, hallo. Habe ich einen rüberrennen sehen? Ja, ja, wir sind bereit. Wir haben nur noch 17 Minuten, das kann nicht sein. Können wir Nebel haben, bitte? Ungefähre Position oder einfach auf den Punkt rein. Ich markiere dir. Okay. Leute, wir kriegen jetzt Smoke. Wenn der Smoke liegt, greifen wir an. Der sollte alle gegnerischen Positionen zudecken. Es geht keiner vor, alle bleiben in Deckung, bis der Smoke liegt. Ist unterwegs. Danke. Wir sind schon bei unserem Spawnpunkt, die Straße Richtung Norden. So, los, aber so, dass wir den Smoke vor uns haben. Ganz nah, Squally, ganz nah, Squally. Nördlich von dir. Sehr nah. Ist raus, Squally. Wir sind beim Rally. Rauch ist weg. Wie bitte? Nördlich der Rally. Rauch ist weg. Da hat Trupp 2. Wow. Wow. Ach, null Koordination, keine Zeit, keine Punkte. Jedenfalls im Vergleich zu den anderen. Hochexplosiv. Ich weiß nicht, wie lange die beiden etwas gehen mit hier. Da, wo ich markiert habe, ich sehe eine Menge Infanterie. Ich habe ihren scheiß feindlichen Panzer, zumindest habe ich noch keinen gesehen. Ja, wir würden die nach der Artillerie angreifen. Der Panzer war eben kurz da, der ist ja verschwunden. Artillerie-Markierung jetzt. Oder auf welche Markierung meinst du jetzt? Das Problem ist, ne? Der Squad, okay. Der 1 hier oben steht völlig alleine da. Und wir haben auch nicht genug Leute. Der Server ist nicht voll. So, los geht's. Pass auf, ich glaube, dein Funker ist da reingerannt. Wer neu spawnt, dann bitte am Rally. Schlimme ist, wenn man nicht weiß, wo der Beschuss herkommt. Trupp 2, jetzt bitte sofort reinrücken, die Häuser besetzen, danke. In der Straße. Wir besetzen jetzt die Häuser. Die Freifläche zu smoken. Ich habe gerade gesagt, dass wir zusmoken. Ja, Feind hat mich dafür aber weggeknallt. Ja, schön. Kann ich nichts für, wenn du dich so zeigst. Das kann nicht sein.
Strömen. Apropos, Benny kommt auch. Er ist frustriert. Er ist frustriert auf die Dauer. Jungs, wie sieht's aus bei euch auf dem Punkt? Überhaupt nicht gut. Wir kommen nicht in die Kapsel. Wir haben Kapsel ausgeschaltet im Westen. Wenn ihr könnt, geht in die Häuser. Wenn die Häuser besetzt sind, dann müsst ihr mir das sagen. Dann können wir vielleicht eine Stuka anfordern. Wir gehen jetzt in die Häuser. Mann, Alter! Sunny! Wie viel Pech muss man haben? Oh! Ich brauche auch einen Sunny dann. Aber sichert erst das eine Haus, damit wir ein safes Haus haben. Lagebericht, wie sieht's aus? Wir sind im Häuserkampf. Hier Tiger, wir werden uns im Osten Position suchen, euch für Unterstützung geben. S3 auf der Position ist gerade der MSP geplatzt. Ich weiß nicht, ob das so gut ist, den wieder hinzustellen. Aber. Ey, das kann nicht wahr sein, dass einer langgelaufen kommt und uns alle um. Ja. Und dann auch noch nur mit seiner Pistole. Das kann nicht sein. Dann schmeißt eine Handgranate da rein. Das Ding. Der war draußen. Er hat die alle draußen umgebracht, kam dann zur Tür. Und ich stand zufälligerweise in der Tür. Danke. Immer weiter, meine Männer. Danke. Eineinhalb Minuten auf Rallye. Wo ist der Funker? Das kann nicht sein, dass einer hinter mir steht. Bevor ihr in die Häuser geht, räuchert ihr die mit Handgranaten aus. Kann der Funker bitte schnell zurückkommen zum Rally Point? Ey, ich glaube, es spawnen hier gleich ein paar. Wir sind schon wieder umgenietet worden vom MG. Mars Skywalker? Ja. Gibt's was Neues? Angebot für dich. Du übernimmst den Sniper und ich. Ich glaube, die da vorne mal weg. Ja, das ist besser. Ich glaube, es ist besser, wenn du mal ein bisschen weiter weg vom Feind bist. Ja, ein Panzer markiert. Ich kann Panzer nur machen, wenn wir auch Panzer haben. Nimm, ist frei. Gibt's was neu an der Front? Ich kann's nicht nehmen. Danke. Du musst erst aufgeben drücken. Ach ja. Also. Wir sind schon sehr am Rally Point. Wir haben jetzt schon Gegner bei uns am Rally Point sitzen. Also es geht überhaupt nicht vorwärts. Nimm den anderen Einstieg. Ist da auch gerade Sturm? Ja, es war eine Schusssalbe. Ich glaube, wir müssen die Aufstellung ein bisschen ändern.
Ich glaube, wir brauchen mal eine komplett neue Angriffsrichtung. Das Match ist eh gelaufen, wir haben noch 7 Minuten. Ist doch scheiße. Beim nächsten Mal wird's besser. Ja, weil wir könnten ja von Westen reingehen. Was ich weiß, ist, dass bei Squad 1 keiner auf die Befehle hört. Die rennen alle einzeln rum. Rauswerf. Wenn keiner auf Befehle hört. Dazu habe ich auch schon geraten. Ich weiß aber nicht, ob da was passiert ist. Gegnerpanzer. Nordost. Bahnkanal sind raus. Ich würde sagen, Trupp 1 zieht jetzt ein bisschen zurück, von Granaten. Hinten, dass sie quasi von hinten kommen. Das war eine ganz gute Idee zu wechseln, danke. Ich mach gerade hier endlich mal ein paar Kills. Yes. Ich hab's heute irgendwie nicht mit meinen Takten. Mal ganz kurz, es geht noch 5 Minuten 12. Wir haben 416 Tickets geändert, 450. Klopp mal alles, was du an Stukas und Artillerie raus hast, auf dieses scheiß Gehöft hier. Ja, kann ich machen. Point of Interest 84, alles raus. Keiner geht in das Gehöft, egal wie gut es aussieht für euch. Wir kriegen jetzt alles da reingeschmissen, was wir haben. Truck, die haben da ein bisschen was aufgebaut. Vermutlich FOB. Ich weiß. Das Match ist gelaufen. Da ist der Wurm gerade drin. Oh, hab ich keinen Bock mehr. Ja, du kommst nicht über die Straße rüber. Sobald du darüber rennst, ist... Es ist Frust. Es ist nur noch Frust in der Luft. Warum rennen die aus der gleichen Richtung da rein? Warum rennen die Leute von Squad 3 oder 1 oder was auch immer, das ist aus der gleichen Richtung rein wie wir? Weil ich denen sage, wir sollen uns im Wald sammeln, aber sie tun es nicht. Dann schmeiß alle raus aus deinem Squad. Ja gut, dann bin ich alleine. Dann bist du halt alleine, bis sie es lernen. So, ich mach mein Sendung, aber ich geh jetzt auch an die Front.
Warte jetzt nur noch ab. Hier zu kämpfen macht überhaupt keinen Sinn. Tja, Leute, das ist gelaufen. Das hat überhaupt nicht funktioniert. Ah ja, GG. Normalerweise sind die Verteidiger immer im Nachteil. Stunden drauf an, wie gut man sich aufstellt. Also ich habe eben nochmal mit dem Squad 1 geredet, der kriegt da nicht Disziplin bei sich rein und die anderen Sections habe ich keine Ahnung. Das Ding ist aber auch, die Gegner, ich sehe ja den Logitruck, die haben ihr FOB direkt so nah wie möglich am Punkt Check dran. Die laufen nur kurz übers Feld, sind schon drin. Scheiß drauf. Schlimme ist, steckt einmal noch Wurm drin und ein Squad arbeitet nicht richtig, dann ist alles vom Asset. Wir gucken, wie in das nächste Match läuft. Dann machen wir das besser als hier und dann treten wir den in den Hintern. Ich übernehme gern wieder den Pew. Ein Flammenwerfer wäre auch nicht schlecht. Ich würde Scharfschütze wieder übernehmen. Ja, wenn wir das Team so beibehalten. Geht so game. Also eher beschissen. Ja, da steckt doch Wurm drin. Leute, ihr müsst euch ein Mikrofon kaufen für dieses Spiel hier, sonst macht das echt keinen Sinn. Da hast du auch recht. Was sind Mikrofone? Okay, jetzt probieren wir das nochmal. Ich weiß nicht, ob ich das nochmal mehr antun will mit Squad Lead. Das ist einfach. Du kriegst 5 Millionen Informationen gleichzeitig um die Ohren geschmissen, du musst kämpfen und dann sollst du auch noch. Was soll diese Scheiße da machen? Panzer fahren wäre mir jetzt tatsächlich in diesem Moment lieber. Und nicht Infanterieführer. Es macht Spaß, ja, Befehle auszugeben und wenn es funktioniert, aber wenn, so wie jetzt Fuchs hat es gesagt, der Wurm drin ist, dann, oh, die Map mag ich. Bringt das alles nichts. Da könnt ihr kämpfen und arbeiten, wie ihr wollt. Es geht nicht vorwärts und wenn wir einen Squad haben, wie bei mir, und der war nicht gut geführt, das gebe ich zu, aber der andere, wenn da gar keine Ordnung drin ist, dann ist einfach nur ein wilder Haufen Krieger mit Knüppel in der Hand. So bekommt ihr keinen Angriff zustande gebracht. Oder oh, es ist Nacht, wie geil ist das denn? Okay. Great. Warum kann ich nicht createn? Armored Sections gibt's nur eine. So, dann geht's hier wieder los. Moin. Ich hoffe, alle haben Mikrofon. Wer nicht redet, fliegt raus. Mahlzeit. Ja, jetzt sind wir irgendwie nicht das Team, was wir gerade eben hatten. Mhm. Ja, ein paar sind schon noch dabei. Das ist aber nicht so schlimm. Hauptsache Charlie da drüben, die anderen kriegen da ein bisschen Disziplin rein. Nicht so wie eben. Wir verteidigen direkt am Hotel. Scharfschütze kann sich immer frei bewegen. Verstanden. Will vielleicht einmal seine schwere Waffe tauschen? Nicht so. Also mein Karte 90 sieht auch nicht wie ich. Ich brauche zwei Freiwillige. Ich merke gleich einen Point of Interest. Da brauche ich zwei Freiwillige, die das Haus halten. Soll ich mit der AT beim Hotel bleiben oder soll ich auch ein bisschen rumlaufen? Du kannst auch rumlaufen und versuchen, den gegnerischen MSP zu finden. Alles klar. So, das ist der Point of Interest 02. Da brauche ich zwei Freiwillige, die das Haus halten. Gibt's da welche? Ich werde mich dann in den Wald begeben und gucken, ob das MSP da parkt. Braucht man ein Rallye? Pop, was ist los? Ich kann hingehen, wenn du willst. Ich bin halt Sunny. Ja, ich hätte gern K98-Schützen da vorne. Fuchs und Redspy, geht doch bitte auf Position 02 und haltet das Haus da vorne clear. Da könnt ihr auch Meldungen machen, wenn da was über die Straße kommt. Ich wollte gerade zur Logistik wechseln, weil wir gar keine Logistik haben.
Wollen wir auf hier vorne im Zelt eine Rallye setzen? Iron Glory. Ja, machen wir. Achtung, MG, mal kurz durch. Ich will kurz aufs Dach gehen. Danke. Bin auf dem Weg. Haben wir Platoon Command? Die Squads soll ich mal ein bisschen mehr aufteilen. Die Squads sind auch nicht mal Logistik. Hinter ja, zumindest Windmühlen. Nicht jetzt. Gut, da wir kein Platoon Command haben, was ist mit Interscope? Bist du da? Schon in welche Richtung? Kannst du es sehen? Ja, bin da. Okay, perfekt. Ich übernehme das jetzt mal etwas stellvertretend, bis wir einen haben. Wollen wir uns nach Seiten aufteilen? Also ihr westlich, wir östlich? Feind, Feind MSP muss jetzt auf der AT zukommen. Okay, dann gehen wir westlich. Okay. Also Feind MSP und wir halten die Ostseite und einen Teil des Südens vom Hotel. Feind Kontakt südlich vom Hotel. Jetzt darf ich gleich noch einen Job mehr machen. MSP ist vor meiner Position in dem Graben. Kannst du mal bitte markieren? Ja, mache ich. Da sind jede Menge Leute ausgestiegen, die jetzt auf Punkt 02 vor. Meinst du da, wo. Guck mal auf die Map, meinst du da oder weiter vor? Ja, doch, das passt. Am Point of Interest 57, gegnerischer MSP und ein Haufen Infanterie. Maschinengewehr? Ja. Bitte zum Sanitäter Joska rübergehen. In das Haus und den Wald beobachten. Wenn die aus dem Wald kommen, will die mit MG Feuer bestreichen. Der Sniper kann da auch hin. Ja, pass auf, die rücken da durch den Graben vor. Genau da, wo ich drinne liege. Dann gehst du mit dem MG auch in Position 02. Also, was ich weiß, ist, dass die gegnerische Infanterie vom Punkt 57 südlich des Waldes zum Punkt 02 vorrückt, durch den Graben. Die kommen durch und werden wahrscheinlich bei der Böschung. Bei den Büschen auf uns treffen. MG-Schütze, wenn du genau zu meiner Posi kommst, dann hast du gutes Sichtfeld. Feindliches Feuer kommt aus dem Wald. MG, direkt bei dir im Süden lass ich auch zwei Scharfschützen. Aua. Die kommen durch den Graben genau da, wo ich bin. Position von Joxa. Wegführen und Fenstern. Das MSP lebt ja noch, oder? Ja. Armored Section. Wieder ranzukommen. Könnt ihr mich hören? Ja. Okay. Ihr müsst, ist genau nördlich von dir. Ihr müsst zum Point of Interest 57, da ist der gegnerische MSP. In den Gräben im Wald. Ja, die sind unterwegs. Genau, in den Gräben. Danke. Das ist schwierig. Panzer ist auf dem Weg zum MSP. Vor mir waren sie jetzt auch. Lauf nicht in den Wald. Erreichen, aber es ist keine Chance. Ja, alles gut. Der Panzer ist auf dem Weg dahin. Versteckt, verschanzt euch in den Häusern. Lasst sie aus dem Wald kommen. Lass mich mal durch, bitte. Sorry. Ein Transport-LKW geknackt. Der ohne Plan ist einfach nur ein Transporter, oder? Ja, der ist bloß Transport. Die sind jetzt bei unseren Häusern nördlich von Punkt 2. Aber selbst Logistik hat keinen Sinn, wenn du alleine bist. Ich glaube, das ist schon einer bei den Häusern. So, MG-Schütze, pass auf, die pushen jetzt auch über die rote Hauptstraße von Osten herein. Genau da, wo du eigentlich bist. Machen wir eine Rallye verlängern? Der Funker muss dann kurz zu mir kommen. Perfekt.
Zu spät. Ja. Ich dachte, die wären weiter weg. Die sind im Westen an dem größten Gebäude von diesen dreien, an dem nördlichsten. Sind sie hinten dran. Will einer von euch freiwillig den Squad-Lead übernehmen, dann gehe ich Platoon-Command und kann bis mit Artillerie rumfuchteln. Nein, das sind Fragen, die Fragen, die keiner will. Sonst muss ich zuteilen. Ah gut, ja, den Scheiß. That's the spirit. Es fällt immer auf. So, ich übernehme Platoon-Command, damit wir Artillerie haben. Hier neuer Squad, Baker, Führer, Fuchs. So, wo sind unsere Fahrzeuge? Da hinten. Also, sobald ihr irgendwelche Meldungen habt, Infanterie, MSPs, irgendwas markieren, Bescheid sagen, okay? Ja. Danke. Armor Faction, wie sieht's denn aus? Ihr steht doch da gerade im Kampf ja, mit einem Probleme. Panzer. Der Panzer, den haben wir entdeckt, wir fahren jetzt in die Richtung. See. Was wisst ihr von dem MSP? Ist das Ding zerstört oder steht es da immer noch? Der MSP ist, glaube ich, in Luft geflogen. Okay. An alle Infanteriesektionen südostwärts, fein, sehr nah an eigene Stellung. Verstanden. Sich erstmal selber hier zum General befördert. Puh, Graben. Ich fahre jetzt bis in die Stadt rein, bleib da mit meinem Wagen und dann gucken wir nochmal über den Gesamtüberblick. Ich hoffe, so lange haben die das gehalten, das Hotel. Schwierig wird es immer, wenn der Gegner aus mehreren Seiten angreift, dann musst du nämlich Koalition wahren und das ist immer so ein bisschen tricky. So, jetzt gucken wir mal. Also, jetzt die Strategie spielen. Es gibt sonst keine weiteren Meldungen von euch vorne? Angriffsrichtung oder sonst was? Nee, bislang nicht. Wir sprengen bloß die ganze Zeit Halbketten vom Feind. Ja. Okay, gut.
Ach ja, Commander ist immer so eine undankbare Aufgabe, weil du sitzt einfach rum und kannst nicht viel machen. So, da hat jemand Infanterie markiert in den Häusern. Infanterie nahe bei. Ja, wir kümmern uns schon dran. So wie es aussieht. Dann habt ihr, Squad 3, habt ihr die Position östlich zur Verteidigung geerbt vom Hotel. Und Fuchs. Moment, warum ist Fuchs ist nicht mal Squad Leader? Baker 02. Ich bin jetzt Squad Leader, ich muss da einmal sterben. Okay, gut. Wir sind eigentlich Südwesten positioniert. Dann bleibt ihr Südwesten, haltet aber bitte auch Ausschau auf die Hauptstraße. Und Fuchs, ihr kontrolliert die andere Seite. Teilt euch das wieder auf. Jetzt bitte nochmal. Ich kriege hier die ganze Zeit alles in die Ohren reingebrüllt, was. Sprich dich bitte ab mit dem Charlie-Sword, dass ihr euch aufteilt, was die Hotelverteidigung angeht. Weil ich sehe da so viele Leute, die das Hotel verlassen haben und irgendwo rumrennen. Auch Squad 4 Dog. Ich weiß nicht, warum alle... Wo ist dein Squad? Squad 3, wo wir zu deinen Truppen positioniert haben. Ich glaube, was du trinken wollen. Wir übernehmen Koller Südwesten und achten auch noch auf die Straße, würde ich sagen. So gut es geht. Übernehmen wir Südosten. Unser Armored Section Able, was für ein Fahrzeug habt ihr? Stuck oder Sonderkraftfahrzeug? Ich habe gerade eigentlich einen Panzer 4. Okay. Haltet ihr euch bitte zur Verfügung? Natürlich. Danke. Kein Kontakt im Westen. Warum rennt Pep, der Funker, alleine in dem Wald rum? Ja, tut mir leid, dass das so uninteressant gerade ist. Haben wir hier einen Funker im Haus? B40, also von daher kann ich hin. Funker da. Perfekt, da muss ich nicht draußen warten. Ich bleib einfach in deiner Nähe, dann kann ich weiter Befehle ausgeben.
Wir brauchen einen MSP bitte in der Stadt. Am besten irgendwo versteckt zwischen den Häusern. Vielleicht am Point of Interest 01. Kann einer einen losschicken, einen zu besorgen? Ich habe. Alle meine Köpfe runternehmen, Artillerie ist incoming. Scheiße, mein Auto! Schön, die Grund rein, bleib weg von den Fenstern. Scheiße. Fuchs, hol mal bitte den Medic ran ins Haus. Ist das ein Stuka, der da kommt? Ja. Raus aus dem Haus! Raus! Alle raus! Alle raus aus dem Haus, da kommt der Stuka! Alle raus! Okay. Wer überlebt hat, wieder rein. Ich bin gerade das MSP in die Stadt. Oh, verdammt. Sehr gut. Perfekt, der Funk hat überlebt. Ich hab auch gerade gebraucht für meinen Refresh. Okay, wir müssen wieder nach oben, damit wir den Überblick behalten. Und einer muss die Treppe auf jeden Fall bewachen. Nur für den Fall, dass einer sich hier reinschleicht. Der Panzer fährt gerade nochmal zur Base. Ach, danke. Der einzige Nachteil, wenn man keine Logistik hat. Wir haben generell so ein Manpower-Problem. Also in den Häusern hinten war keine Feinde mehr. Verstanden? Manpower-Problem. Wie sieht das aus mit der Armor-Meldung da unten, Squad 4? Ist die aktuell? Guck mal, die liegen alle faul rum. Squad 4 Dog, DRMO. Seid ihr überhaupt da? Hey, ich bin hier. War Feindjeep in der Stadt. Hat das MSP gekillt oder ich bin vielleicht dabei. Alles bloß unten in den Dreck rein. Ich glaube, ich habe gerade Infanteriebewegung aus Südosten gesehen. Ja, ist ein Kollege. Also ich beim Südosten ein Feindfahrzeug unterwegs gewesen. Okay, wir brauchen einen Sunny in dem Haus, so schnell wie es geht, damit ihr nicht alle neu spawnen müsst. Wer überlebt hat, hält weiter die Verteidigung in alle Richtungen. Squad 3, was macht ihr eigentlich da oben? Wir waren am Spawner. Also das wäre schön, wie die Infos kriegen. Auf der Map? Seht ihr das? Hat da jemand eine Fock markiert? Ja, habe ich. Mein Panzersportschütze hat aufgeklärt, irgendwo dort im Umkreis feindliche Spawnmöglichkeit. Okay, wir würden uns den mal annehmen.
Ja, macht vorsichtig. Schön, dass ich das jetzt auch erfahre. Was ist das für eine was ist das für eine Meldung unten rechts im Wald? Wer hat die dahin geklatscht? Feindliche Logistik. Ich denke, vermutete Absicht dort FOB. Dann bitte einen losschicken, der das kontrolliert, dann schmeiß einen Stucker drauf. Verstanden. Und wenn ihr das markiert, müsst ihr mir das sagen. Ich sehe das sonst nicht. Und wir brauchen einen neuen MSP in der Stadt. Ich hole einen. Mann, ey, die machen mich fertig. Feindinfanterie greift nach wie vor von Westen. Der Panzer fährt wieder an die Front. Die Panzerbesatzung kann sich westlich von Hotel halten. Ihr könnt da helfen aufklären, da soll eine gegnerische Spawnmöglichkeit sein. Hier Squad Leader 2 habe 3 Soldaten abgestellt, die Stadt im rückwärtigen Bereich jetzt durchkämmen und feindliche Einheiten vernichten. Sehr gut. Okay, Fab zerstört. Komm zurück. Gehen wieder Verteidigungsstellung auf Südwesten. Ja, danke. Der Graben ist so weit. Ja, komm, jetzt wird vom eigenen Fahrzeug erschlagen. Aus welcher Richtung kommt dieser massive Beschuss? Auf Karte markiert 3 feindliche Infanteriemarker. Diese Richtung, Feindbeschuss massiv, vermute 1-2 Squad-Stärken. Dann MGs in die Richtung ausrichten. MGs können nicht ausgerichtet werden, sie beschießen unsere Fenster. Die MGs kommen nicht in Stellung oder nur schwer. Ist im Hotel ein Funker? Ja, ein Funker vertreten. Sani durch. Ich wurde als Logistik von Nordosten nach Westen beschrieben.
geschossen und dann gekillt hätte. Ich hab es gesehen. Squad 3, könnt ihr euch dem annehmen? Wieder zurück Richtung Hauptstraße nach oben. Ah, okay, im rückwärtigen Raum. Ja, wir versuchen. Aua, Artilleriebeschuss. Ah! Und tot. Scheiße. Panzer auf Karte markiert. Panzer. Stehend oder bewegend? Stehend. Okay, wenn der AT-Schütze das nicht, wenn der AT-Schütze das nicht schafft, dann bitte melden. Amerikaner im Hotel, wiederhole Amerikaner im Hotel. Dann schick alle deine Leute rein da. Alle Leute, so die in der Nähe sind, sollen jetzt stürmen. Wir dürfen die da nicht drin lassen. Ich habe ihn nicht gesehen. Feindliches MG aimt auf erstes Stockwerk des Hauses. Besser gesagt, Erdgeschoss des Hauses. Seid vorsichtig. Von wo aus schießen? Meine Position waren Infanteristen, sie waren hinter. Wellenwollen. Am Spawn. Ich hab sie gekillt, waren drei Stück. Sonny ist hier. Verstanden. So, bin ich das jetzt noch ein MSP? Du hast da oben einen MSP. Ja, hier ist ein MSP von den Amis. Willst du ihn zerstören oder soll ich ein Flugzeug schicken? Mein Panzer kommt hergefahren, wir zerstören das Teil. Gut. Unteres Stock. Vorsicht, Sturzkampfbomber im Anflug auf Hotel. Alle, die im Hotel sind, sollen raus. Wer drin bleibt, stirbt. Ich glaube, das macht jeder eins. Ja, noch sieht's gut aus. Wir sind am Gewinn. Wenn wir den ersten Punkt verlieren, ist es egal. Okay, wir haben mit dem Hotel verteidigt. Links ist die Anzeige. Ist Hotel wieder sauber? Müsste. Ist irgendjemand drin? Pass auf, Marius, da ist ein direkten. Los, wie sieht's dir aus? Achtung, MG! Ich werfe eine Granate. Kein Panzergesicht. Stehend. Hier, die Etage ist sauber.
Markierung ist akkurat. Die untere Etage ist nicht. Ist oben sauber? Ich hab den Amerikaner erwischt mit dem G. Hab den anderen Amerikaner auch erwischt. Welches Stockwerk? Erdgeschoss. Erdgeschoss muss doch eigentlich sauber sein. Südost werfen die Amerikaner auch. Achtung! Haben wir eine Stadt? Erdgeschoss waren zwei Amerikaner drin. Beide hab ich erwischt. Kann Mitglied 4 überhaupt reden? Nein. Funker bitte mit mir nach ganz oben. Leute, ich brauche ein, zwei Soldaten schaufeln können. Feindbewegung vorwärts. Aus Südosten, Richtung Süden. Drittes Haus am Wald. Feind drin, direkt hier bei mir. Welches dritte Haus? Auf der Map gesehen. Oben, Mitte, unten. Imo, 2001, über was die Treppe? Unten, Iron, unten. Ich schicke eine Stuka da drauf. Oder Jan, du überwachst die Treppe. Ein weiterer Soldat, der schaufeln kann, zu mir. Vorsicht an alle Squads, Sturzkampfbomberangriff auf markierte Position Point of Interest. Point of Interest 17, Stuka geht da rein. Nicht rein, alle Leute da raus. Du weißt schon, wenn hier irgendwas gesagt wird, dann kann man A antworten und B auch mal mit hören. Armor Section. Im Westen ungefähr. Mit wem hast du's? Immer noch im Osten, Meinhard und Ginkelston, ich weiß nicht, das ist Squad Charlie, die müssen da raus, aus dem Haus. Hast du eine Schaufel, Benny? Das sind deine Leute, schick die da raus, die kriegen gleich eine Stuke auf den Kopf. Ja, hab's dir gerade gesagt. Wo bist du? Erste Etage. Okay, bin unterwegs. Bin da, Fuchs. Der MG-Schütze ist tot. Der wollte nicht hören. Er wollte echt nicht hören. Ausgezeichnete Arbeit, Iron. Wir haben einen Verbündeten erwischt, der gerade in das Haus. Ich weiß, der hat Befehlsverweigerung begangen. Der wollte nicht hören. Ich habe ihm gesagt, er soll rausgehen, hat er nicht gemacht. Soll ich mich gleich noch hinter die Stunde Infanterie mit dem MG stellen? Hier, nächste Sache. Ja, Sekunde, ist fast fertig. Ich will das Ding jetzt hier zur Festung ausgebaut haben, erreicht. Was ist denn da, PvP, ja? Mehr Punkte vorne. Hallo, willkommen. Wir bauen das Ding jetzt wieder in eine Festung. Kann nicht so sehr mit euch interagieren, ich bin hier ein bisschen beschäftigt mit Management, weil ich bin der General auf dem Feld hier und das ist alles sehr unübersichtlich gerade. Okay, bin zu im Best. Wenn Panzer im Westen, dann schickt eure Artiller in diese Richtung. Ja. Wir müssen dran denken, auch eine Verteidigung westlich von Hotel aufrechtzuerhalten. Bei der Hauptstraße sind welche. Welche? Links, rechts vom Hotel. Red Spy, du hast eine Schaufel. Wir haben Panzer gesichtet, westlich von Windmolen. Der hat uns leider zerstört. Ist durchgegeben. Genau. Die Artiller kümmern sich jetzt darum. Hier hinten im Raum ist noch was. Und hier vorne steht auch noch was. Einer hier das MG, einer am anderen Ende des Flurs rechts, wo unser Medic reinläuft. Feind im Haus. Hier kommt Beschuss rein. Feind im Haus. Also aus Süden. Ich bin auch tot. Feind, mittleres Stockwerk. Danke sehr. Ich muss jetzt erstmal auf Klo. Das ist Postscriptum. Das ist ein Zweiter Weltkriegs-Ego-Shooter. Und ich muss auf Toilette, muss aber warten. Kein Medic in 50 Meter Reichweite. Also momentan sieht es aus, als würden wir gewinnen. Ich bräuchte mal ein paar Sunnies im Haus. Alle Squads sollen alle ihre Männer zurückziehen in die Umgebung von Hotel. Wir müssen noch 4 Minuten halten. Schickt alle Männer zurück. Wir halten jetzt Hotel und Umgebung.
dann haben wir gewonnen, ohne einen Punkt zu verlieren. Wir wollen noch 1,5 Minuten Zeit. Ich bin erstmal kurz weg. So, bin wieder da, alle tot. Was ist hier los? Fein Panzer südlich! Wir haben einen feinen Panzer vom Hotel. Panzer Squad zu uns ans Hotel. Alle Attila her schicken. Ja. Achtung, Artillerie! Weg von den Fenstern! Weg von den Fenstern, Leute, Artillerie! Weg von den Fenstern! Oh mein Gott! Und eine Stuka noch drauf. Hast du das gekauft oder gratis? Gekauft. Ist gerade im Sale 16,80 Euro. Es sind alle down. Es sind alle down. Wenn ihr Sanitäter habt, schickt sie dahin. Ansonsten müssen wir da wieder rein. Mir wird hier gerade gesagt, die brauchen 2 Minuten zum Cappen und wir haben noch 1 Minute und 2 Sekunden Spielzeit. Das Ding ist durch. Das Ding ist durch. Ich melde das mal ans Oberkommando. Feind erfolgreich zurückgeschlagen. Wunderbar. So, Feind erfolgreich gefickt. Oh man, alle müssen in die Luft ballern, ey, weil wir gewonnen haben. Hurra! So, im Namen des Oberkommandos darf ich alle Angehörigen der 9. SS Panzerdivision beglückwünschen zum Sieg. Es ist zwar nicht bilderbuchtauglich, aber es war trotzdem eine gute Verteidigung. Ja, ich hab meinen Kills gescored. Hast du das Spiel Star Wars Empire at War auf CD oder auf Steam? Steam. Ansonsten kannst du das nicht benutzen. Wenn du das auf CD hast, dann kannst du das nicht multiplayer-mäßig spielen. Und das Modden ist auch viel schwieriger, weil du alle Mods selber manuell installieren musst und du keinen Workshop hast. Ah. Okay, gut. Dril ist die nächste Map und ich kann euch sagen, ich hasse Dril. Ich kann diese Map auf den Tod nicht ausstehen. 21. September 1944, Operation Market Garden, Kapitel 1. So, ich hätte gerne diesmal einen Panzer, muss ich sagen. So, aber Panzer ist schon besetzt. Super Sache. Wir sind aber schon auf dieser Flussseite, das ist schon eine gute Sache. Fuchs, join. Moin, moin. Moin.
Moin. Jetzt gehe ich mit MG42 rein. Moin. René fehlt noch. So, jetzt kann ich reden. Oh, ich habe wieder keine schwere Waffe. Ich glaube, ja, komm, das immer sollte ich selber erschießen. So, nach der erfolgreichen Verteidigung bin ich degradiert worden. Bin jetzt wieder Schütze. Ja, Schütze Arsch. Richtig, wir haben wieder keinen Platoon Command, keine Logis und nur zwei Squads Infanterie. Geil. Ist halt alles an der Ostfront eingesetzt. Ja, dann geh doch wieder Platoon Commander machen. Nee, danke, aber nicht im Stream, da sieht man ja nichts. So, Chefe, wo geht's hin? Du bist Chef. Nein, ich bin MG-Schütze. Du bist Chef. Ich will aber kein Chef sein. Du kannst Chef sein. Oh. Los, los, los! Mein Kollege, danke. Oh, Albert, ich glaube, du musst jemanden kicken, damit René da rein kann. Vielleicht geht ja einer freiwillig. Haben wir eine Halbette oder sonst was? Ja. Ja, wir sind gerade mit dem LKW an die Front unterwegs. Ich seh's, ich hänge immer noch in der Base, weil jeder losfährt. Ja, Angriff des Führers befohlen. Wir müssen auch handeln. Habe ich mir hier einen Jagdpanzer als Taxi genommen. Überall Schnorsten. Ich werde das Half-Track nördlich abladen, in dem Wald. Wenn das für dich klar geht. Fahr uns bis an den letzten Wald, dann können wir da aussteigen. Wir haben vorne. Der Waffenträger hat auch nicht da hinten dran. Im Südwestfeind und hier kommt ein Fahrzeug auf uns zu. Okay, LKW zieht vorbei. Na, die Panzer brauchen noch eine Weile. Oder der Panzer. So, raus. Wir sind ja gerade ohne Squad Lead. Ich würde sagen, wir bilden Schützenkette und greifen dann an. So, dann wollen wir mal. Da muss ich mir jetzt eine gute Stellung für mein Maschinengewehr suchen.
Und dann geht's los. MG42. Ich liebe dieses Gerät, das macht einfach Spaß, MG zu spielen. Leider nicht im Angriff, sondern eher in der Verteidigung. Wir sind halt die Angreifer. Aber man kann sich halt die Kampfsituation nicht aussuchen und muss sich dementsprechend anpassen. Und da habe ich auch schon einen gesehen. Das heißt, wir halten uns ein bisschen verdeckt. Gucken erstmal uns die Lage an. Hallo René, warum redest du nicht? Ich glaube, die Sandbank hatte. Achso. Du, ich habe ein Maschinengewehr, das ist nicht gut, wenn ich vorgehe. Was hast du für eine Waffe? Also hier im Süden ist gar keine Bewegung mehr. Kannst du vorgehen? Ich laufe dir direkt hinterher. Okay. Komm, wir laufen geduckt neben der Hecke. Da rechts war einer, neben dem Haus. Lauf weiter, bis an die Scheune. Wir cappen. Ja gut, hier bringt mir das gar nichts. Wir warten jetzt hier. Zeig dich nicht. Wer noch da ist, Freunde von mir. Just next to me, just next to me. René? Ja? Wenn das gekappt ist, stürmen wir das Scheißding. Habe somit. Ich versteh's nicht, warum auf okay, einem es gehört uns. Server, wo draufsteht, nur deutsche gekappt. Englische ja, Leute drauf sind. Ja, ich weiß auch nicht. Ja, weil wir multikulturell sein müssen. Auflagen. Hä, wir sind Deutsche, natürlich folgen uns alle. Ja, das so, ich bin auch langsam in der Umgebung. Okay, dann gibt es noch neue Befehle. Wir haben Vogelsang erobert. Ja, nach Hünixfeld im ostwärtigen Bereich. Einer zieht bitte die Halbte mit. Ja, das macht schon Squad Lead 2. Östlich oder westlich? Weil östlich ist ja wohl obvious. Okay, ich muss jetzt mal was trinken. Oh, ein bisschen schwammig ist es gerade. Wir gehen westwärts rein. Ich weiß nicht, welcher Sanitäter gerade da vorne rumgeistert. Oder so früh schon da rumgeistert. Aber bitte Stellung halten und auf Nachschub der Truppen warten. Ja, wir haben von da oben aus angegriffen, ne? Das kann ich nicht wissen, weil ich die ganze Zeit hier bloß am Hin- und Herrennen bin. Ja, ich schick dir nur die Info. Lass mich raten, wir haben kein Platoon-Kommando und du machst das auch. Ich hab hier mal eben zwei Nachbügler ausgeschalten. Dann wollen wir mal ran da. Ah, den Speck. Den steht ein Bright Carrier. Komm, bau dir das Scheißding auf. Und tot. Headshot. Moment. Mikrofon aktiviert.
Okay. Microphone muted. Musste kurz an. Hä? Was ist denn jetzt los? Musste kurz an die Tür. So, ja, wir versammeln uns ja westlich, also muss ich da spawnen. Da, wo die MGs knattern, da muss ich hin. Lalala. Da hat jemand ein schweres MG aufgebaut. Ja, das ist ein 34er. Da ist eine Menge Infanterie in Juliet 737. Ostwärts angelehnt an das Gebäude. Die bauen da irgendwas gerade auf. Ja, ich denke, das wird Logistik sein plus ein SWAT als Schaufelhilfe. Es ist schön, nicht in der Befehlskette ganz oben zu stehen und entscheiden zu müssen und dieses ganze Kommando-Chaos zu ertragen. Sondern einfach rumzurennen mit einer Waffe. Ja, 6 war es gewesen, oder was? Ja, Juliet 737. Ja, ja, verkehrt. Der Churchill bewegt sich auf unsere Richtung hin. Nicht jetzt hab ich. Muss die Maus umstellen. So. Die funktioniert. Oh, da ist was runtergefallen, da kümmere ich mich gleich drum. Erst müssen wir Amerikaner abknallen. Weil die Maus-Sensitivität ist nicht so schön flüssig, wie ich es gerne hätte. Ja, im Glory, auf 280, also diese eine kleine rote Gartenlaube. Ja, ich sehe es, ich sehe es. Ich will nur ein freies Schussfeld haben. Na, Ben. Nicht der Idiot. Verpiss dich, Roffel. Erst wenn du mich entbannt, du Experte. Oh, tot, war klar. Sunny, brauche ich bitte. Dann bleibt er. So, jetzt bin ich um meinen Scheiß gekümmert hier. Danke. Bitte. Jetzt gehen wir nochmal in die Settings und gucken auf Game. Will wer anderes Squad Leader übernehmen? Kommt mal einmal ein Squad und macht kein Squad Leader. Nee. Ansonsten bestimme ich. Wieso habe ich es geahnt? Ich war neu. Und danach fange ich an. Die südliche von den beiden Gebäuden wird drinnen komplett ausgebaut. Was
Ein weiteres Problem von mir persönlich, ich bin mega scheiße. In Shootern. In die Häuser rein, die Hälfte ist kurz in die Scheune, die andere Hälfte in das andere Haus. Hunger, bitte aushalten, wir können über die setzen. Gut, mit dem MG kann ich hier nicht wirken, ich brauche ein anderes Haus. Ich muss irgendwo eine erhöhte Position finden. So. Vielen Dank. Scheinbar nicht. So, soweit gecapped ist, zum MSP Sani. Gehen. Danke. Das nicht mal ein schönes Schussfeld. Der Scheiße ist weg. Scharfschütze geht schon mal vor erkunden. Ich lasse dir freie Hand, Scharfschütze. Der Rest ist kurz soweit gecapped zum MSP. Hier oben ist nicht so gut, da kann ich nicht hoch. Ich muss hier auf die Kuppe. Hat sich erledigt, er ist weggefahren. Der Kopf ist kurz auf mich zu, gerade von vorne, Entfernung 200. Warte, ich such dich kurz. Das ist eine Britenpark. Brauchen wir Munition, sonst rücken wir ab. Mensch, das ist nicht unsere Pack, oder? Das ist eine Britenpark. Ja, soll ich zählen. Wenn du sie zerstörst, müssen vorher alle weggehen. Pass auf, ich zerschieß die mit meinem Deckung. Oh, Vorsicht. So ein Feuerball, Junge! So ein Feuerball oder so. Danke. Wer hat eigentlich den MSP mitten in den Gegner gefahren? Der wurde gerade zerstört, das sind gewastete Punkte. Wer ist dafür verantwortlich? Munition, Munition. So, Abmarsch. Marker. Ich hab Marker. Danke, komm mit, du bist das Wichtigste. Komm mal live, wo bist du? So. Jetzt bin ich wie. Uah. Warum kommt der Beschuss rein und keiner macht was? Erstmal aufs Dach. Ich muss zurück aufs Dach. MG, jetzt Munition, wenn du welche brauchst. Hab schon, bin voll, danke. Okay. Ich hab Munition gehört. Welche denn wo? Ja, da, an meinem Auto. Großzügig. Super, ich danke dir. Gerne. Das sind unsere Jungs. Da kommt eine Stuka oder sowas. Ich hab zwei Jäger da reingeschickt. Ich hab, weißt du was, ich hab die Treppe. Achso. Wuhu, die Luftwaffe. Da oben müssen wir hin. Oh Mann, das ist ja ewig weit weg. Wir folgen jetzt dem Fluss.
und halten das Feuer, bis wir im Wald sind. Den Wald sichern wir und stürmen daraus in die Häuser. Ah, das brennt Churchill, wo es wohl mit drum ging. Ready steht. Falls ihr das mitbekommen haben solltet über den Chat, es ging vorhin darum, dass ein Churchill in einem Ort stand und unser Panzer hat ihn abgeschossen. Und den Brand Carrier auch. Da die schon loslaufen, laufe ich querfeld ein. Muss aber erst ein bisschen hier flüssige Panzerschokolade zu mir nehmen. Das gibt einem wieder Kraft. Hier kommt wieder ein Flieger. Wo? Ich sehe nicht. Da kommt er. Stuka ist das. Da hinten geht der Rauchpilz hoch. Aber es läuft gerade nicht so flüssig. Wie gesagt, ich mag die Map nicht. Und jetzt zeigt sie mir auch noch, dass sie mit OBS nicht kompatibel sein will. Ich stehe so lange mit dem MSP hier oben bereit, falls ihr das Dings gesichert habt. Den Wald. Das ist in der roten Zone. Kleines Witzel außen. Ist ja nicht mehr in der roten Zone. Kann man machen, muss man nicht. Guck mal. Feuer aus 290. Das wollte ich nicht. Ups. Falsche Taste gedrückt. Jetzt lese ich mal kurz Chat, falls da was steht. Aber nein, da steht nichts. Okay, weiter geht's. Achtung, unser Kommandant ist kurzzeitig ausgefallen. Oder permanent. Feindlicher Scout-Panzer im Nordwesten weicht aus nach Nordwesten. Achtung, ach, wir brauchen einen neuen Kommandanten. Marius, du bist Squad Lead. Du bist unser Zugführer. Oh, lecker. Unser vorheriger Zugführer wurde leider umgebracht. Okay, dann brauchst du gleich jemanden, der den Funk übernimmt. Ich will jetzt bei dem Plan weiterbleiben. Denkt dran, nördlich von eurer jetzigen Position, also nordöstlich sind, Entschuldigung, nordwestlich sind Feinde und aus den Häusern nord-südlich. Ich komme hier schon durcheinander. Südwestlich sind auch Feinde. Feinde voraus in den Büschen. Achtung. Aber ansonsten bleiben wir bei dem Plan weiter vorzurücken. MG ausgeschaltet, brauche Sani. Ah, Floyd ist da. Hallo Floyd. Ach ja, es ist so unglaublich heiß heute. Warten wir auf einen Sunny. Wäre viel besser, mobile Einheiten zu haben, einen Half-Track oder sowas. Dann wären wir schon längst da. Die Zeit wird vergeudet. Wenn der Rally deaktiviert wurde, könnt ihr weiter vorne einen neuen setzen. Ja, ist möglich. Der Zugführer ist in der Lage, mit seinem Funker den Rally zu erneuern, egal wie weit er davon weg ist. Der soll den nicht erneuern, der soll den umverlegen. Er geht ja darum, dass er näher dran ist. Ist okay. Schreib mich nicht an, ich bin sensibel. Mie. Ach, Schnauze. Du bist dumm, das ist alles.
So, Kinders, weiter vorrücken. Ich brauche erstmal einen Sanitäter. Danke. Hat irgendeiner den Tunnis aufhilft? Oder ist der schon hinüber? Ich glaube, der kann noch geholfen werden. Der kann noch. Ja, ich kann noch. Entlang des Wasserbettes ist links angelehnt Feind. Entfernung von euch 100. Im hinteren Gebäude oben. Feinde. Rechts hast du betreten. Squad lädt halb rechts aus der Maske. Genau. Kenners, wir schauen jetzt nach links in die Gebäude ein und nehmen die erstmal ein. Boah, ich sehe gar nichts mehr. Dieses Bildschirm wird sofort dunkel, wenn du da Beschuss bist. Oh no! Mich hat's erwischt. Das ruckelt so extrem gerade, das ist so abnormal. Ja, okay, gib mir deine Pistole vor. Clear. Gut. Sag mal, das hier ist ja die rot markierte Zone. Kann ich hier trotzdem einen Rally setzen? Ja, Rally kannst du setzen, cool. Bis auf Spawn, also Cap-Zone. In der roten Zone ja, aber Zone nicht. Mal, ne? Ja, alles gut. Okay, Funker, schwing mal deinen Arsch zu uns. Lass sichern mal hier die Umgebung. Du brauchst dafür keinen Funker, wenn du drei Leute hast. Guck mal, ob es trotzdem geht. Bis der Spawn abgesetzt ist. Okay, sag mir mal, wie ich das machen. Taste. Du. Warte. T wie Tango. Genau, Taste T und dann unten. Aber nicht Refresh, sondern Place. So, was davon jetzt? Nicht Refresh, sondern Place. Unten in der Mitte. Ja. Ja. Klick an. Ab. Ach, geht hier nicht. Da müssen wir, hier ist kein Platz, wir müssen runter. Kommt mal runter, da oben ist kein Platz. An der Tür! Scheiße. Jetzt bin ich komplett tot. Point of Interest 14, da ist feindliche Scout-Car. Mann, ist das frustrierend. Wie hat der mich jetzt getötet? Ich muss kurz was umstellen, deswegen habt ihr gerade kein Bild. Sag mal, Kinders, will ein anderer Heide-Zugführer machen? Nein. Danke, lieber Herr Sommer, dass Sie diesen Titel übernehmen. Das ist eher eine Strafe. So, damit ist er weiter. Ja, genau, weitergegeben worden. Ja, schön im Arsch. Ihr könnt. So, meldet sich einer freiwillig. Nein, ich denke nicht. Was ist denn so schlimm daran, uns ein paar Befehle zu geben? Okay, willst du ihn machen? Nein, du sollst das machen. Aber ich verstehe nicht, wo das Problem sein soll. Wenn
Benny, weil wir tauschen. Ich krieg den Pio, du kriegst den Funker. Ich mag aber einen MP, mein MP. Ja, du bekommst einen G43 dafür. Echt? Ein G43? Der hat einen G43. Okay, aber erst du so ein Ding gesetzt, damit ich auch sprayen kann, nicht arschweit laufen muss. Ja, dann kann ich aber nicht wechseln. Ich muss ja auch so arschweit laufen, also ich muss zusammenlaufen. Na, okay. Na komm, Benny! Aua, und wieder am Bluten. Erstmal heilen, ich bin gleich tot. Und ich bin tot. Ah. Mann, ey. Und mein ganzes... Weißt du, mit MG gehst du ja nicht nach vorne. Das ist ja der Trick. Mit dem Maschinengewehr hast du vorne nichts verloren. Aber der ganze Squad ist hinten. Das Gebäude mit der Bombenmarkierung ist heiß. Könnt ihr einen Rally setzen? Das war unser Panzer. Hier, Squad Lead. Er muss Squad Lead machen. Squad Lead bitte Rally setzen. Taste Tango. Ja, genau. Danke. Können wir jetzt mal bitte diese Ficke aus der Bude rausräuchern? Aufheben. Kann ich nicht. Wow. Ja, leck mich doch. Wo kommt der Beschuss her? Ich sehe es nicht. Aua, Artillerie. Artillerie auf unsere Position, Leute. Das hier nutzt nichts. Blitzkrieg, Angriff auf den Gebäude. Oh mein Gott, was eine katastrophale Organisation. Nein, Floyd, ich glaube, du bist fast alleine. Jedenfalls warst du lange Zeit alleine. Wir brauchen Sunny. Oh, give up kostet Punkte. Aber Sunny kommt nicht. Also brauche ich es gar nicht versuchen. Zurück zum Point. Ja, alle weg. Zack, tot. Wir haben uns auf der verdammten Freifläche. Ich spawn jetzt oben. Wir haben uns komplett fertig gemacht. Ich spawn jetzt im Norden. Ja, also ich hab's überlebt. Freifläche. Die Freifläche wurde komplett abgesägt vom Feind. Ich gehe mit denen mit. Ich renne halt über den offenen Acker. Ich will einfach nur versuchen, in ein Haus reinzukommen. Und dann kann ich die Straße abdecken. Ich versuch's zu finden und auszuschalten. Sonst tausche ich gleich, dann kann Marius das Maschinengewehr übernehmen. Es sind sogar zwei. Ja, jetzt hat's mich erwischt. Das andere. Sag ich ja. Da ist ein gegnerischer Spawntruck. Ich habe den gegnerischen Spawntruck bei mir gesehen. Warte, ich komme, ich habe eine 3 Kilo Springladung. Das Ding jag ich hoch. Ich hasse die Pistole, ich scheiße. Ist der bei dir auch noch Position oder wo? Na, ein bisschen weiter. Komm zu mir, ich warte hier auf dich. Bin hinter dir. Weit
rückläufig hinter dir. Der ist da vorne an der Brücke. So, wer ist direkt hinter dir? Wenn er noch heiß ist, ich weiß es nicht. Da hinten das Ding, ich weiß es nicht. Ich kann es nicht erkennen. Okay, die kennen den Spawnpunkt ab. Das ist Logistik, wenn ich mich hier irre. Das sieht auch abgeschossen aus. Oh. Er ist verschwunden, ja. Der ist schon weg. Egal, dann greifen wir einfach von hier aus an. Los geht's. Oben im Haus, Vorsicht! Oben links im Haus. Unten liegen auch welche. Hier, das ist auch ein Gegner. Weg, 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 weg! Nein, der hat nicht. Oh mein Gott! Marius, gib mir mal den Squad Lead. Was? Tausch mal mit mir, nimm mir das MG, gib mir den Squad Lead. Alles muss man selber machen, ey. Danke. Kannst das MG haben. Jetzt kannst du MG, ja. Iron, wir haben ein Partyzelt. Sag mal Squad Leader 2 Bescheid, er soll ein bisschen weiter jetzt gerade zuhalten. Ja. Squad Leader 2, du hast ein Partyzelt direkt vor dir. Guck mal, ob du das findest. So 20 Meter vor dir. Was für ein Zelt? Ein gegnerisches Zelt, ein Rally Point vom Gegner. 20 Meter vor dir. Ich versuche es auszumachen. So, Squad, wir sammeln unseren Point of Interest. Achtung, 67. Artillerie auf Bas kam, Squad 2 aufpassen. 75 zu 8. Ja, aber wir müssen vorsichtig sein, der Wald ist noch voll mit Scheiße. Ja, wir gehen da trotzdem rein. Wir klingen den Wald und gehen zu diesem Punkt. Yes, sir. Mann, ey. Das für Artillerie. Hier ist zu breit gestreut, die beschießt auch unter 30 eigenen Kräfte. Dies ist das Minimum, 75. Squad Lead, ich habe einen Funker dabei. Das ist purer Zufall. Ja, wir können gleich Rally setzen. Schön. Auf Schatten. Wartet mal da vorne. Sunny, schön auf den Sack legen hier hinterm Baum. Alle da? Roger. Soweit. So, dann verteilen Schützenkette und dann vorbereiten für Angriff. Pionier ist schon ein bisschen weiter voraus. Ich halte gerade die Augen auf nach irgendwas, das gesprengt werden muss. Du bist immer derjenige, der nicht auf die Befehle hört und vorrennt, oder? Panzer bei 67. Yep. So, alle verteilen. Sind alle bereit? Bereit. Dann Sprung auf, los geht's. Auf dem Weg. Halt, stopp, abbrechen, zurück. Zurück. Zu spät. Geht in Deckung, da kommt eine Stuka. Oh mein Gott. Sunny, bitte. Seitlich von der T-Kreuzung, da ist eine ganze Gruppe. Platoon-Command, geht da irgendwas in dem Ort ist runter oder können wir stürmen? Ich hab nur weiter hinten auf dem Panzer gestürmt. So, also, ja. Alles klar. Vorwärts, Jungs, wir stürmen, los! Du. Angriff! Verteilen, alle Häuser durchsuchen und sichern. Wir haben Leute hier in bereits einen Punkt. Mich hat's erwischt hinterm Haus, aber ich habe den Leute mitgenommen, die da waren.
MGs bitte nach oben an die Fenster, Straße abdecken. Danke. Mann, was ist mit meiner Maus los? Ich muss gleich die Maus tauschen. Punkt gleich neutral. In diesem Holzfutter stand direkt neben unserem Haus. Versuch's mit Handgranaten. Sonst fallen wieder drei Leute um. Oh, Vorsicht, ich hab einen MG, wie geiler Typ. MG, komm rein! Hinter euch im Haus! Wie gesagt, nichts von mir. Captain, fällt er durch. Sunny, bitte. Er hat geschossen, Feinde, Feinde im Nahbereich. Deine, warte, fuck. Sorry, aber hier ist direkt einer, direkt voraus. Ja, unten im Erdgeschoss, alles voll. Die kommen da rein. Hab ihn. Lass Granaten runterfallen. Mich hat die Blutung noch erwischt. Punkt ist durch. Gute Arbeit. Jungs, gut gemacht. Wir haben den Punkt erwischt. Genommen. Unser Rally ist heiß. Wir müssen gleich mal dahin. Es wurde gerade zerstört. Wir gehen da gleich wieder hin. Ist gerade ein Sunny frei? Sofern okay. Möglich von 98 und 84 versuchen reinzukommen. 84 könnte das Problem sein, dass es offenes Feld ist und die Häuser natürlich unser, unser Rallye-Punkt im Norden wurde gerade ausgeschaltet beim Infanteriemarker im Wald. Ich schätze mal, dass also von da oben wird wohl was kommen. Ich schätze mal, da kommt Infanterie dann her. Mit Markierung, wo der Rallye war. 14, Point of Interest 14 war der Rallye. Sani? Ich schätze, dass sie von Norden herkommen. Danke. Ja, das sind vermutlich noch die versprengten Reste. Hey, dann muss lass euch jetzt fallen. Nicht zu lange binden. Von allein kommen wir nur 100 Cent. Yep. Gut, ich sammle meine Jungs, dann sagst du mir von wo, wie ich angreifen soll. Gerne. Ich verschaffe mir kurz von vorne ein eigenes Bild. Ja. Ja, eine oder zwei. So Jungs, wir sammeln uns wieder, alle aufmunitionieren. Also Magazine voll machen. Ich wollte es gerade sagen, aufmunitionieren, das muss die Logistik ja machen. Muss mal was liefern. Haben wir Munition hier irgendwo liegen? Wir haben ein feindliches Munitionslager hier, aber das kannst du nicht mehr nutzen. Das haben sie weggepatcht. Wer braucht noch Pflaster? Können wir Logistik am Punkt bekommen? Barskamp? Oder wartet mal, ich kann hier was aufschaufeln. Wir brauchen Munition. Ich habe Munition angefordert. Wer braucht einen Sunny? Wer braucht noch einen Sunny? Ich. Ja, ich gerade rumgezogen. Ich habe mir gerade so eine schöne MG-Stellung hier direkt im Cap aufgebaut. Brauchst nicht da noch nicht. Wir kriegen keine Munition, wir müssen mit dem auskommen, was wir haben. Ja, warte mal kurz. Bleib im Kommando für Jagdpanzer. Ne. Bitte wiederholen? Nope. Platoon-Command für Jagdpanzer. Jungs, wir rücken ab. Freundfahrzeug. Jagdpanzer positioniert sich neu auch unterhalb vom Vogelsang. Höre ich da unsere Mitfahrgelegenheit? Nein, wir laufen zu Fuß. Schauen ob Punkt 93 geeignet ist und ihr ein gutes Schussfeld habt. Immer müssen wir laufen. Früher hätte man den Helikopter. So verstanden. Ja, ja. Positionieren und ausrichten. Sagen wir links von der Seite schon, ne? Achtung, ich jag jetzt Artillerie auf den Punkt einmal durch.
lassen, aber bitte geringe Streuung. Scheiße, wir kommen wie immer. Aber das alle was trinken, dann geht's weiter. MG bleibt kurz zurück und gibt Feuerschutz. Da müsste Südwesten sein, wo das herkommt. Wie immer, oder? Können wir den Spawn setzen auch bei der Nähe? Dankeschön. Aufpassen, Arti kommt jetzt runter. Weiter. Ich guck gerade die Häuser ab, aber ich sehe nichts. Alle rein ins Haus. Und weg von den Fenstern. Charlie ist bereit und versammelt für Angriff von Süden. So, weiter, wir greifen an. Okay, aufpassen, da kommt Feindattacke. Achtung, da steht einer direkt vorne. Jetzt nicht mehr. Und ich brauche einen Medic. Jungs, wir gehen weiter vor. Ein Medic bleibt weiter hinten. Sich da hinten den MSP oder was ist das? Oder ist das normal der Transporttruck? Wir neutralisieren Bereitpunkt. Ich glaube mit Plane MSP ohne Plane Logistik oder Transport. Wenn der lebt, spreng den. Ich weiß auch nicht, der sieht schon kaputt aus. Tschüss, hast du ihn weggeballert. Punkt ist zur Hälfte neutralisiert. Vorsicht, da am Zaun ist noch einer. Pass bitte auf Feindkräfte, die eventuell aus dem Norden kommen, auf und aus Westen. Ja, ja. Okay, Punkt ist neutral. Was macht eigentlich unser Herr Doppel Sommer? Leserprüfung vorne. Danke. Feinde aus dem Raum Golf 615. Tannenfantrie wurde markiert. Nur Jagdinstellung. Komm, Jäger durch. Feindinfanterie kommt von Westen, bitte Fenster besetzen. Bereich, Achtung. Gut, Punkt ist durch. Punkt gehört uns, gut gemacht. Hier steht ein Fall. Sofern möglich, ein Squad über 32, eins über 16. Wir nehmen 16. Verstanden. Bitte passt auf, greift nicht einfach von dem Wald aus an, über die 35. Lass mich raten, am Move-Marker hin. Richtig, wir sammeln am Move-Marker. Unser nächster Punkt ist 16, da sammeln wir uns. Was nun, Move-Marker oder Punkt 16? Wir sammeln am Move-Marker und gehen zu Punkt 16. Mal.
Achtung beim Move Marker, ich habe einen Schuss in relativer Nähe gehört und keinen Verbündeten hier. Gut, weit ausgeschalten. Dann kommt mal alles zu mir. Danke sehr. Fuchs, wir lassen den Rally Point ablaufen und positionieren ihn bei 16 neu. Ja, aber ihr müsst vorsichtig sein. Einen habe ich euch jetzt hier schon weggeholt aus den Gebäuden. Ich kontrolliere aber nochmal die anderen. Nein, du bleibst jetzt hier. Ja, einer wieder aufhören. Beginnt als Team zusammen. Ja, es bringt aber nichts, wenn hinter uns schon in den Gebäuden feindliche... Das ist uninteressant. Wir haben massive Feindinfanteriebefall im Wald nördlich von Nordwesten. Der Hauptteil der Infanterie ist im Wald. So, sind alle da? Weiter geht's, los. In 30 Sekunden ist Artillerie verfügbar. Wenn nicht zwingend nötig, da mein Squad sich in Feuerreichweite befindet. Verstanden. Mehr Panzersichtung. Oh, ganz viele Arbeit. Panzer hat Stuck ausgeschalten. Ferment. Kein Problem, aber gut zu wissen. Ob der Marker jetzt 100% ist oder so, kann ich nicht sagen. Ich konnte den Panzer nicht mehr drehen und nicht mehr. Das war verdammt knapp, weiter. Kein Problem. Bitte ATs aufhalten. Bin tot, direkt vor euch, Feldbeschuss. Ja, Zug 6 kann noch in dem Moment das aufspähen, unterhalb von Vogelzang. Zug 3, habt ihr da starken Feindkontakt? Ja, ich such gerade eine Stellung. Moment, hab gerade was zu klären, meld mich gleich. Komm rüber. Ne, es geht, wir haben ja einen Scharfschützen, aber ansonsten geht's gut. Die haben ein Flugzeug auf uns geschmissen, das haben die vergeudet. Suche gute Position. Also die Schüsse sind so 50 cm neben mir vorbei gedonnert. Ich spiele ja gerade Lockvogel. Holt euch die. Ja, Kirchturm ist ausgeschalten. Ja, irgendwer schießt aber noch auf mich. Ich kam von rechts. Zwei im Kirchturm. Zwei Stück. Ja, ganz wir haben Gegner im Kirchturm. Können wir da irgendwas machen? Aus Richtung Nordwest, ja, zwei Stück im Gebäude. Bitte mal den Kirchturm. Also Leute, ist da was im Kirchturm? Ja, der hat noch Bewegung. Der gut, dann der Kirchturm mit Fragezeichen markiert. Waffenträger da oben, Kirchturm. Ist markiert auf der Kirche. Ja. Stuka kommt. Stuka geht auf Kirchturm. Ich brauche einen Sunny. Sunny, bitte. Bin da. Wenn du stehen bleibst. Ja, ich bleib stehen, danke. Wir haben hier ein wunderbares Haus für ein Smith-Zelt. Ich komm gleich. Funker auch schon mal dann hierher. Der Funker ist schon Funker da. Ist schon da. Achso. Den hab ich unter meine Fittiche gerade. Du bleibst hier, Benny. Hier schön in diesem Raum, wo wir drin stehen. Herrliches Geräusch, oder? Marius, komm mal her. Du hast hier ein Fenster in die Richtung, wo ich ziele. Da kannst du auf der Kirche heizen. Waffenträger erwischt. Okay, dann wo ist ein Panzer? Irgendwo was Panzerartiges in der Nähe. Ich wurde gerade an der Hausecke umgebracht. Passt auf, unten in der Kirche steht noch ein MG, das direkt auf uns drauf ist. Aufpassen bei 30. Also aufgepasst, Panzer, ihr hattet hinter euch einen separieren was. Ist jetzt aber ausgeschaltet. Ich habe auf jeden Fall aufgeklärt in der feinen Infanterie. Sprengpionier im Angriff! MG in der Kirche erwischt.
Oh, Nahbereich bei mir, Nahbereich bei mir. Achtung, ich bin hier. Iron, das war dein Arsch, den ich gerettet habe. Ich brauche Medic, bitte. Ich bin am Verbluten. Ihr. Au. Squad Lead, gebt mir Bescheid, wenn ihr bereit zum Sturm seid, dann jag ich Artillerie drauf. Iron, liest du die Kommentare? Ich habe keine Zeit. Ich gucke da ab und zu mal drauf, aber ich kann da nichts großartig machen. Aber ja, ich versuche da, also ich versuche aufmerksam zu bleiben, ja. Das war auf mir. Irgendwie draußen geht's aber ab mit dem G-Feuer. Ja, nicht nur draußen. So, wir rücken jetzt durch die Häuser vor, zum nächsten. Kannst auf jeden Fall nichts ausrichten. Mario, pass auf, deine rechte, linke Seite. Weg von dem Fenster, Vorsicht, René. Danke, Sonny. Bleib bitte liegen. Hat einer Smoke? Wenn einer von euch Smoke hat, dann schmeiß mal gerade raus. Bei mir sind wir in der Zone. René muss mich noch hochheilen. Feindliches Scout-Car auf meiner Position fährt Richtung Kirche. Scout da bei uns, der fährt bei uns durch. Aufpassen. Gibt all euren AT Bescheid. Ist schon gemeldet. Stück wieder einsatzfähig, ist wieder on the road und wird sich oberhalb vom Vogelsang in dem Moment bewegen. Verstanden. Abrufbereit, ne? Okay, Ready Point ist noch heiß, also nicht heiß, sondern ist noch frisch. Oder wieder frisch. Bei mir ist ein Bank Carrier, Hilfe. Bemannt oder nicht? Scheiße, der ist ja noch da. Ich weiß nicht, inwiefern das gefährlich ist. Okay, Scout-Car hat auch ein Motorproblem. Aber ich sag mal so, die bietet euch ja als Stucken etwas erhöhten Platz. Nur noch ein Motorproblem. Mit nicht so vielen Möglichkeiten, sich an euch ranzupirschen. Müsst ihr wissen. Haben wir einen lebenden Sunny? Ich glaube nicht. Wir setzen uns rechts neben die Straße und versuchen, Gift zu fahren. Achtung, bei mir ist einer. Ich auf der Straße, würde euch flankieren. Achtung, bei dem Carrier, der steht hinter euch, sind noch 30 Infanteristen. Nur die letzten Male ist die Stuck permanent von hinten angegriffen worden, da die der Panzer oder die Gegenwehr quasi immer von hinten unterm Laufen wird, glaube ich. Also wir haben auf meiner Position unterhalb von Drill zwei Feindpanzer. Wenn ihr uns helft, helfen wir euch bei der Infanterieabwehr. Wir werden uns immer große Mühe geben. Wir kriegen gleich einen Schirmgeschütz, Leute. Bei mir ist irgendwo Gerdschütze, der hat mein schönes Fahrzeug zerstört. Sturmgeschütz hin oder her. Der dumme das Scout-Car schreit hier auch noch so aus.
Links der Straße liegt auch irgendwo einer in einem zweiten Gebäude. Achtung. Ja. Yep. Das Ding ist nicht bemannt, also uninteressant. So. Und wieder tot. Du kommst hier gar nicht mehr drauf. Jungs, wir lassen das. Geht zurück. Rennt nicht weiter da rein. Im Norden, bei der nördlichen Scheune vom Punkt, da ist irgendwo ein Scharfschütze positioniert. Aufpassen. Wir kommen von Süden nicht rein nach Driel. Zu viel gegnerische Infanterie. SMG zu der Flanke habe ich ausgeschaltet. Vorschlag einer Seite. Da ist leider eine Piat dazwischen. MSG bekommen. Holen. Zur Info, wir haben keine Logistik mehr. Zwei Fronten aufmachen. Copy. Fuchs, kannst du bitte aufhören da rein? Moment. So, jetzt eine geordnet bitte. Ihr habt genau da reingequatscht. Ich höre den Command. Feindpanzer wurde im Westen vom Punkt gesichtet, der Daimler. Fuchs, wenn du die ganze Zeit hier rein kommentierst, dann kannst du auch ganz kurz übernehmen. Dann kann ich wohl weiterspielen. Artillerie 125 zu 12 aufpassen. Es war bloß eine Frage gewesen. Sagen wir 100. Danke. So. Was habe ich hier im Chat verpasst? Nix. Alles klar. Smoke kommt ebenfalls. Jungs, wartet mal bitte da vorne in den Häusern. Stimmt nicht weiter rein, sonst sterben wir wieder gleich alle. Verstanden. Stuck auf die lange Scheune. So, das war unser Smoke. Los geht's. Straßenseite wechseln und in den Wald. Achtung, Nahbereich. Gut, film dich mal kurz deinen Sunny, den Funkelleit. Ist das in Ordnung? Jawohl. Wurde südlich gesichtet und markiert, Position nicht akkurat. Vorsicht im Haus direkt voraus. Ich hab's erwischt. Oh mein Gott, sorry. Brauche Funker. Funker liegt am Boden. Schau mal, ob es bei dem Verbündeten, also vom anderen Squad, beim Funker auch machen kannst. Ich brauche hier einen Funker. Funker ignoriert mich. Ich warte hier vielleicht. Erste Kräfte an der Kirche dran. Ich warte hier auf den Funker. Der andere hört nicht. Der nächste Medic ist in 20 Metern oder der kommt direkt zu mir. Achtung, Feind ist, die kommt aus Süden. Wir cappen. Wo soll ich hin? Wir cappen bereits. Wir cappen. Erstmal rein in die Cap Zone. Verstanden.
passt auf Feindinfanterie, die aus dem östlichen. Ich fahre Feindinfanterie, rückt massiv aus Süden vor. In der Kirche, Feind frei. Feindliche Türstelle wurde zerstört. Ich gehe auf den Kirchturm als Arbeit. Eigner kommt hoch, Eigner kommt hoch. Punkt ist neutral. Wir haben an der Straße, bei mir in der Nähe, einen feindlichen Spawn-Panzer. Schneepanzer. Feindliche Moskito, acht geben. Der kommt in eure Richtung. Spähpanzer in eure Richtung. Cap zu der Führung. Wo ist der Feind? Gibt es irgendeinen näheren Spawn? Ich glaube, den haben wir platt gemacht. Die Bomben. Spawn, Spähpanzer kommt aus meiner Richtung zu euch. Seid vorsichtig. Spähpanzer hat Sunny überfahren. Spähpanzer hat Sunny überfahren, steht direkt vor der Kirche. Wir haben den Spähpanzer an der Kirche. Wir haben den Punkt gekappt. Sie haben den Punkt gekappt. Gut genommen, wir haben den Punkt gekappt. Kommen da gleich näheres Spawns oder muss ich warten? Ich komme. Ah, da unten ist ein SP unterwegs, also ich warte kurz. Spähpanzer zerstört. Sehr gut. Spähpanzer zerstört. Pass auf, da ist einer in der Nähe. Zwei. So, jetzt gucken wir kurz, wo der Funker ist. Red 2, da ist noch einer links. Ich bin tot, ich kann nichts machen. Bitte passt auf, 72, nicht dass da noch Feindinfanterie ist. Stehen bleiben würde. Kann das würde Ding nicht mal. Ja, ich bleibe ja gleich stehen. Stehen bleiben. Sag mal. Scheiße, jetzt habe ich da auf die Map geguckt und bin tot. Ja, das kann doch kurz stehen bleiben, um mal da rauszulassen und sich dann einen sicheren Punkt suchen. Kann einer mal dem MSP sagen, es soll anhalten? Sagen, dass wir stehen bleiben sollen. Aus dem Westen rückt der Feind wieder ein. Was macht der denn da? Der soll stehen bleiben, bitte. Der fährt vorn zurück. Ja, der bleibt nicht stehen. Schnauz den mal an. Hab ich schon. Baller den notfalls aus. Jetzt. Oh, er ist stehen geblieben. Geht doch. Yay, ich auf dem Dach. Ich komme zu euch, da könnt ihr euch nochmal aufmunitionieren. Hab ihn. Wir schießen auf ein Auto. Britisches MG im Kirchturm ausgeschaltet. Alle runter. Feind, der auf die Kirche zu kroch, ausgeschaltet. Alles sehr schön. Wisst ihr, jetzt geht's. Hier ist wieder Schwung in der Sache. Okay, der nächste Punkt ist pioniermäßig ausgebaut. Vor euch. Verschiedene MG-Stellungen Richtung Südosten. Da liegt im Gras so ein Commander von denen. What? Scheiße, hat mich erwischt. Wir brauchen Unterstützung, Jungs. Wo schießt der? Der liegt da im Gras. Naja, der müsste mittlerweile beim Kirchturm vor der Kirche sein. Ah, verdammt, mich erwischt.
Gut, Kirche ist nicht sicher, da werde ich gleich mal nochmal reinklotzen. Wir gehen da alle gleich nochmal rein. Ja, bitte nicht wieder auf einen Haufen, dass der fünf Leute auf einmal geht. Ist wieder im Turm, glaube ich. Ja, dann lass mich gleich mit der MP40 vor. So, bin gespawnt, den schnapp ich mir jetzt. Danke. Feinlogistik wurde zerstört. Sie hat mal die beiden Räume links und rechts vom Turm. Nicht, dass er sich da versteckt hat. Ja, danke. Wie sieht's aus im Turm? Zwei ausgeschaltet. Sehr schön. Turm ist clear? Turm ist clear? Jo. Okay. Hab hier mal ein bisschen Party gemacht. Sehr schön. Gegner. Gut, wir gehen bis zum nächsten Straßenzug. Das sind die letzten Hülsen, die ich habe. Ich rufe jetzt nochmal Artillerie auf Factory. Ja. So, dann sammeln wir uns mal am Bahndamm. Rennt aber nicht über den Bahndamm drüber. Hast du noch Smoke eventuell für uns, vorsichtshalber? Augenblick. Jo. Fragezeichen, meine Position, wo ist feindlich das MSP? Nehmen wir da. Vorsicht! Achtung! Sehr schön. Ah. Oh. Was war das denn für ein Typ? Smoke an der Position wäre gut, weil dann kann ich ohne Probleme von durch MG-Feuer rüber. Achtung, ich drehe mich um und dann macht's Bumm. Alles dreht sich. Was für ein Vollfass. Jungs, macht euch bereit, es geht gleich los. Dann müsst, trinkt alle Feuer, was? Der Stamina-Balken muss voll sein, wir rennen. Das MG kann sich auf den Bahndamm legen und dann Feuerschutz geben. Jawohl. Getrunken. Bin bereit. Okay, in den Smoke, los geht's. Wir stürmen die Factory, alle rein. Verstanden. Da vorne auf den Treppenabsatz. Ab dann. Ansonsten habe ich noch Granaten. Ich würde wohl nicht. Wir cappen. Könnt ihr versuchen, zu meiner Leiche aufzuschließen, dann können wir da einen Rallye setzen. Pass auf, da steht noch der Feind. Die sind da drin. Wenn ihr das klären könnt, können wir einen Rallye setzen da vor Ort.
2-2. Schon dabei? Mairos, du kannst nachrücken. Check. Ah, diese Heckschwitzen. So, jetzt kümmere ich mich wieder um euch. Heckbrochen, Sunny bei mir. Okay, da ist nichts Interessantes. Unterwegs. Schmeiß aber vorher Nebel. Die kleben da überall. So, das ist der letzte Punkt. Der letzte interessante Punkt. Aua. Also der Nebel muss sich erst entfalten. Schaut, wie ihr da wirken könnt. Das ist feine Infanterie vor euch und auch bei der Mauer. Da ich dachte, aufpassen. Das wäre sicher. Nope. So, verstanden. Eventuell kann die Stuck auch mit Rauch unterstützen. Wir stehen da schon da vor euch. Sehr schön, danke. Jo, 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 die sind direkt da in der Nähe. Okay, ja, die werfen Granaten. Sag mal, was ist mit unserem MSB-Fight passiert? Ach, der fährt schon wieder damit rum. Ah, jetzt ist weg. Scheiße, ich wollte gerade werfen. Da kriegt mich ganz Sunny da vorne. Und der MS. Ach ja, der fährt schon wieder rum. Sehe ich das richtig, dass wir keine Möglichkeit zum Spawnen haben? Richtig. Ja, positiv. Wir haben keine Möglichkeit an Factory zu spawnen. Gib mir eine Sekunde. Ich weiß nicht, wie es Squad, die anderen Squads geht. Bewegen die da unten den MSG im Norden. Okay, wir organisieren MSP. Einer von euch holt MSP? Ist es sinnvoll, das MSP bei 90 zu parken? Ey, Junge, da warte, warte. Fahr nochmal zurück. Bei 90, ich weiß nicht, wenn da Panzer sind. Ich weiß halt nicht, wie aktuell die Panzermeldungen sind da oben bei 90, ne? Die könnten daher. So, moin, hallo. Moin. Kurz Frage, holt einer MSP? Ja, sind dabei, den hier aus der Scheune rauszuholen. Ist es vielleicht sinnvoll, von der 61 anzugreifen, von der Flanke? Ich denke schon, das wäre sinnvoller als von 90. Könnt ihr machen, da von der 90 bekommt ihr halt einen MG-Beschuss von Südwest rein. Joa. Alles klar. Wir versuchen euch schon mal die Landezone von der 61 von Feinden freizuhalten. Ja, verstanden. Der MSP muss auf Punkt 61. Oder zumindest in die Nähe, dass wir von da aus angreifen. Das blöde Ding ist hier reingekommen, also kommt es auch wieder raus. Ja. Da kommt das MG vorher her. Südwesten, da stehe ich aber völlig falsch mit dem Panzer. Klappt das da unten mit dem MSP? Also keine Dame. Eher negativ, sag ich mal. Keine Ahnung. Irgendwas schießt da. Es steht hier drin fest, wer das Ding hier irgendwie reingekriegt hat. Scheiße, hier steht auch keins. Hier steht nichts. Kann ich das Ding nehmen? Ich glaube nicht. Kann man nicht irgendwie das Spezialgebiet rausholen? Nein. Hier steht auch kein Half-Track, das ist doch scheiße. Wow. Toll, gepokert und verloren. Ach, das gibt's doch nicht. Was gibt's? Feindkontakt bei mir am Fahrzeug. Kann ich mitfahren? Geht das? Ja, klar. Ups, sorry. Sorry. Bin da mal von deinem Truck gesprungen. Ich hab's gesehen. Weil der Sanitäter nicht so, tut, bin drauf.
und runtergefallen. Artilleriebeschuss. Okay, ich bring mich jetzt selber um. Oh, das geht nicht. Einfach einsteigen. Einsteigen geht nicht. Ich lieg wieder drauf, fahr weiter. Danke. Was für eine Scheiße ist das doch? Medic da mal raus, da liegt einer. Schon wieder. So, haben wir jetzt ein NSP? Immer noch nicht. Fertigkiste. Die Kiste fährt direkt. Perfekt, erst dann schiebt die mal rauf. Werden, dann fährt die Kiste. Alles klar. Können wir da alle einsteigen? Ich schau mal, dass ich im Auto das Schopp auf die Beine gestellt kriege. Oh, das wäre sehr nett. Ja. So, dann verschiebt die Kiste mal auf 81, bitte. Da treffen wir uns auch. Verstanden. Der Sieg ist in greifbarer Nähe. Wir sind 50 Tickets über den Alliierten. Das sieht gut aus. Wir haben einen neuen Regroup-Call, wir können jetzt den Sturm auf, den auf die feindliche Cap wieder beginnen. Wir sind auch gleich endlich einsatzbereit. Ja, hier 81 ist Feinkontakt. Dann halt das MSP an der Kirche an und stell's dahin. Perfekt. So, jetzt erstmal raus. Dann weg vom Part, ich pack das noch. Fahrer, mal. Bitte Motor ausmachen. So, los geht's. 81 clearen und dann angreifen. Schafft es wohl der Medic rechtzeitig zu mir? Wir sind alle auf dem Weg. FOB steht. Mein Squad 2 ist schon in der Capzone drin, versuchen zu neutralisieren. Wir werden am Ende des P zerstört. Wo ist der Funker? Da vorne ist irgendwo. Der Funker soll mal stehen bleiben in einem Haus. Cap, Cap wird neutralisiert von Trupp 2. So, wir gehen jetzt in die Cap. MG kann sich hier wieder aufbauen und Feuerschutz geben, wenn wir rüberlaufen. Okay.
Norden der Stellung fährt irgendwas herum. Aufpassen. Feindfahrzeug. Wir kommen jetzt von Süden rein. Punkt ist neutral. Mönchwasser bei Delta 789. Churchill guckt Richtung Südost. Krieg ich Marker? Dann schalte ich ihn aus. Gib Captain bereits. Sehr schön. Sehr gut. Endlich. Das war so anstrengend. Jungs, warum sieht man eigentlich nicht die Kills? Hat das eine Bedeutung? Nein. Man konnte sie mal sehen. Gut. Vielleicht ist das auf dem Server deaktiviert. Damit man nicht Kills jagt, sondern damit man Teamplay macht. Ich verstehe. Genau. So. Ja, ist auch was Gutes. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen. Hoffe, dass ihr wann anders wieder einschaltet und wir sehen uns dann bei Gelegenheit wieder. Ja. Macht's gut.